Nein, nur mein Körper denkt, er wäre noch in Hongkong. Das ist alles. Meiner auch. Ich bin fertig. Augenblick mal, was ist denn... Was ist hier passiert? Vielleicht ist es eine Fata Morgana, aber es sieht hier so aufgeräumt aus. Willkommen zu Hause und herzlichen Glückwunsch, dass es in Hongkong alles so gut lief. Danke. Woher wissen Sie, wie es gelaufen ist? Das hier kam gerade per Fax rein. Wir haben uns gerade gefragt, wie Sie es wohl geschafft haben, diesen Raum wieder in ein Büro zu verwandeln. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich in diesem Chaos ein wenig Ordnung geschaffen habe. Das war sehr nett, vielen Dank. Ich habe mir gedacht, dass Sie gleich nach dem Flug herkommen würden und deswegen wollte ich Ihnen eine kleine Freude machen. Außerdem habe ich mir erlaubt, einen Terminplan für die kommende Woche zusammenzustellen. Natürlich lässt sich daran noch was ändern. So wie es aussieht, ist dagegen nichts einzuwenden. Großartig. Ach, Julia. Ja? Ich habe für Sie auch einen Plan gemacht. Oh. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hey, Mann, ich würde gerne mal wissen, was es hier überhaupt zu feiern gibt. Kann mir das jemand von euch verraten? Ha? Nein, es ist dein Bruder. Schon, doch es gibt Dinge, die wir respektieren sollten. Oh mein Gott, das habe ich ganz vergessen. Komm mal mit. Ich habe das Gefühl, ihr wollt mich verschaukeln. Nein, nein, überhaupt nicht. Die Sache ist die, ich würde dich gerne um die Hand deiner Schwester. Weißt du, ich glaube, dass... Also, wie ich das sehe, scheinst du da noch ein paar ernste Bedenken zu haben. Oh, ich weiß gar nicht. Auch, herzlichen Glückwunsch, Schwester. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Hey, genug Ausdauer hast du ja. Willkommen in der Familie. Nicht, was er mir für einen Antrag gemacht ich hat. Ich bin vor ihr auf die Knie gegangen. Ja, so war es, lieber Bruder. Ich hatte nur die Wahl zwischen dem Paradies oder mich als einsamer Eremit niederzulassen. Und von der Liebe war sicher nie die Rede. Davon reden doch nur Romantiker und Phantasten. Hey, 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 da gibt's ja zwei Dinge zu feiern. Wenn du meine Schwester heiratest, muss sie nicht nach Mexiko zurück. Tschüss. Zu. Ich werde jetzt mit Layton tanzen und danach tanze ich mit meiner Schwester. Oh, sehr gut, darauf freue ich mich. Ach, ich glaube, er freut sich auch. Ich glaube, da hast du recht. Es ist nicht zu fassen, wie schnell sich die Dinge ändern. Ich meine, gestern wollte man mich noch ausweisen und heute... Nicky, ich glaube, wir sollten die Hochzeit noch mal überdenken. Hallo? Quinn! Quinn! Oh, verdammt, wo ist der schon wieder? Hallo? Hier ist Robert Barr, Miss London. Ich bin gerade eben zurückgekommen. Renfield sagte mir, Sie wollten mich sprechen. Ja, so ist es, Robert. Vielen Dank für den Rückruf. Ich wollte fragen, ob ich vielleicht mit einer Kameracrew bei Ihnen vorbeikommen könnte. Natürlich nur, wenn es Ihnen recht ist. Miss London, stimmt etwas nicht? Quinn, was soll die Frage? Für einen Moment hast du doch gedacht, wo steckst du? Zurzeit in einer Bar namens Dschungel. Bist du verrückt? Ich bin nicht die einzige Person in Santa Barbara, die weiß, dass Robert das weg ist. Was wäre, wenn ein Geschäft... Sein. Wieso willst du nicht herkommen? Du wirst dieses Lokal hier mögen. Also gut, ich komme. Gut. Es wird langsam Zeit, dass sich mal was tut. Sie müssten schon längst festgestellt haben, dass mit dem Flugzeug keine Drogen geschmuggelt wurden. Ich kann zwar ein bisschen Spanisch, aber von dem, was Sie gesagt haben, habe ich so gut wie nichts verstanden. Wahrscheinlich irgendein Dialekt. Wir sind in den Anden gelandet. Da sprechen die Menschen nicht besonders deutlich. Sie hätten uns wenigstens verraten können, wo wir hier sind. Oh, na bitte, jetzt kommen wir endlich hier raus. Das Gefühl habe ich nicht. Die wollen was ganz anderes. Por favor, señor. Venga conmigo. Legen Sie die Hände weg. Was wollen Sie von mir? Was ist denn dieser Schwachsinn? Sein Spanisch ist vielleicht zu schlecht. Keine Angst, ich weiß bereits, dass Sie mit Samanthas Kindermädchen verabredet sind. Doch die Zeit dürfte ausreichen, um am Treffen der Vorstandsmitglieder Ehefrauen dabei zu sein. Zu solchen Treffen gehe ich nicht.
Naja, wissen Sie, nachdem Mason mehr Verantwortung bei Capital Enterprises übernimmt... Ich wäre dir wirklich sehr dankbar, wenn du hingehen würdest. Es würde wahrscheinlich einen guten Eindruck machen. Na gut, ich werde gehen. Okay, sehr gut. Dann können Sie morgen noch ein paar Stunden mit Ihrer Tochter Samantha verbringen, bevor Sie zu dem Abendessen mit den Berensons gehen. Ich habe morgen Abend eine Sitzung wegen der Umweltfragen. Ach, das macht nichts. Das wurde schon geregelt. Was meinen Sie mit, es wurde schon geregelt? Dieses Treffen ist sehr wichtig für mich. Ich will dorthin gehen. Ich werde es nicht canceln. Ich habe es nicht gecancelt. Ich werde an Ihrer Stelle gehen, wenn Sie nichts dagegen haben. Na bitte, Sie haben wirklich an alles gedacht. Tun Sie es. Ich wollte wirklich niemandem auf die Füße treten, doch da ich weiß, wie beschäftigt Sie beide sind, dachte ich, ich könnte Ihnen so helfen. Uns beiden ist klar, dass du diese Arbeit in der allerbesten Absicht getan hast. Nicht wahr, Liebling? Das glaube ich auch. Es tut mir leid. Ich habe nur nicht erwartet, dass ich sofort mit all diesen Terminen bombardiert werde, nachdem ich gerade aus dem Flugzeug gestiegen bin. Also gut, wir werden uns all diese Termine ansehen und dann morgen mit dir darüber sprechen. Sehr gut. Wie wäre es, wenn wir gleich darüber reden würden, Schatz? Du weißt doch, dass der Schnickels einen Vortrag über Umweltverschmutzung halten wird und den würde ich sehr Schatz, gerne hören. Hör mal, Schatz, das Abendessen mit den Berensons ist sehr wichtig für mich. Du kennst doch Patricia. Für sie wäre das eine persönliche Beleidigung, wenn du nicht hingehst. Und ich werde mit Carl kaum Fortschritte machen, wenn Patricia dazwischen redet. Machen Sie sich keine Sorgen, es wäre nicht die erste Versammlung für mich. Na schön. Doch es wäre wirklich nett von Ihnen, wenn Sie meine Termine nicht ändern würden, wenn an diesem Tag eine wichtige Umweltsitzung stattfindet. Natürlich. Das geschah nur, weil Mrs. Berenson nicht sehr flexibel ist, Sie verstehen. Und das ist noch untertrieben. Ich danke dir, Schatz. Wie wäre es, wenn wir gehen? Ich möchte noch Samantha sehen, bevor wir essen. Oh. Was? Essen? Oh. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter. Ja, die Besten. Weißt du, ich habe gerade an Nickys ersten Freund gedacht. Ich war gerade 10 Jahre alt und ich konnte ihn nicht ausstehen. Du konntest ihn nicht ausstehen? Nein, ich hasste ihn. Und nicht, weil er ein übler Kerl war oder sowas. Es war nur, weil er sich mit ihr getroffen hat. Ja, du warst eifersüchtig. Das verstehe ich nicht. Die meisten Kinder hassen ihre älteren Brüder und Schwestern. Das ging mir ganz genauso. Du hast deinen Bruder gehasst? Ja. Ältere Brüder quälen gern ihre kleineren Schwestern. Warren hat das sehr gern gemacht. Ja, Brüder machen das sehr gern. Nikki hat unter mir auch ganz schön gelitten. Ich will das nicht hören. So schlimm war es nicht. Meine Schwester war es gewohnt, mit einem Leguan im Bett aufzuwachen. Oder Taranteln in ihren Schuhen zu finden. Oh, war Susan wäre bestimmt stolz auf mich gewesen. Du bist deine widerliche Ratte, hast du verstanden? Ja, das war ich. Ja, das warst du. Ich verstehe nicht, wie sie mit mir klarkommen konnte, nachdem meine Eltern tot waren. Fühlen sie dir sehr? Wie? Ja. Nein. Ich bin ein Macho. Ich bin Amado. Du bist Amado. Du bist Haupt im Leben. Ich weiß. Du hast recht. Sie fehlen mir. Ich fühle mich irgendwie... verlassen. Meine Kinder werden nie bei den Großeltern auf dem Schoß sitzen. Wovon rede ich überhaupt von Großeltern und Kindern? Dabei bin ich noch nicht mal verheiratet. Aber du wirst es irgendwann mal sein. Ja. Mit 30 oder 40. Was soll's? Die einzige Hochzeit, die mich im Moment interessiert, ist die von Nikki. Klar? Ja. Oh, ich danke Ihnen vielmals. Ah, Miss London, ich hatte Sie schon fast aufgegeben. Kann ich Ihnen was bringen? Nein. Vielen Dank. Ja, sie nimmt ein Kir Royal. Danke. Was hast du vor? Willst du den ganzen Plan sabotieren? Nein, ganz im Gegenteil. Ich versuche nur, die Dinge in Bewegung zu bringen. Das ist alles. Mit dieser lächerlichen Aufführung hier etwa? Beruhige dich. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Aber du hast dir dabei keine große Mühe gegeben. Du weißt, dass Robert nicht trinkt. Wenn es was zu feiern gibt, dann schon. Und wir haben was zu feiern. Und wenn jemand hier reinkäme, was dann? Niemand, den Robert kennt, würde dieses Lokal betreten. Diese Bar entspricht nicht dem Niveau von seinen Geschäftsfreunden. Du riskierst trotzdem eine ganze Menge. Wer was erreichen will im Leben, muss was riskieren. Oder bin ich da falsch, hm? Hey, das hier ist aber kein Spiel. Es geht um Millionen von Dollar. Oder hast du das etwa schon vergessen? Ich vergesse nie was, was wichtig ist. Aber der Erfolg hängt von mir ab. Und das darfst du nicht vergessen, mein Schatz. Ein Kiroyal. Danke. Soll ich Ihnen auch die Speisekarte? Nein, vielen Dank. Sie haben es gehört.
Das wäre alles. Was ist? Wollen wir nicht auf meinen Erfolg anstoßen? Nein. Nein, das will ich nicht. Ich hasse feurige Trinksprüche. Bitte beruhige dich. Ich kann mich nicht beruhigen, denn es gibt keinen Grund dafür. Du musst doch wissen, dass es eine Menge Menschen in dieser Stadt gibt und die wissen mit absoluter Sicherheit, wie der schmucke Robert Barr aussieht. Es wird ständig über ihn in den Zeitungen geschrieben. Überall erscheinen Fotos mit seinem Namen darunter. Jeder Zweite weiß, wer Robert ist. Also was glaubst du, würden sie denken, wenn sie in der Zeitung lesen, dass er in den letzten Tagen nicht in der Stadt war, wo sie ihn doch gestern Nacht erst im Restaurant gesehen haben? Wenn du versuchst, mich nervös zu machen, dann vergiss es. Ich habe nicht die Absicht, dich nervös zu machen. Ich versuche nur zu verhindern, dass du in deiner Euphorie nicht noch größenwahnsinnig wirst. Hör auf, mit mir so zu reden. Ich will nichts weiter von dir als Informationen über das, was der Typ macht und wo er sich für gewöhnlich aufhält. Was glaubst du, was ich die ganze Zeit mache? Ich weiß nicht. Ich kann mir das nicht mehr so richtig vorstellen. Ach, komm schon. Natürlich kannst du das. Quinn, ich bin nur aus einem Grund in Santa Barbara und niemand kann mich daran hindern, das durchzuführen, was ich will. Haben wir eine neue Information für mich oder nicht? Ja, doch ich werde hier auf keinen Fall darüber reden. Wieso nicht? Wenn du etwas über Robert hast, will ich wissen, was es ist. Ich sagte nicht hier. Also wenn du es wissen willst, wirst du mit mir gehen müssen, okay? Wieso haben sie ihn wohl mitgenommen? Wahrscheinlich wollen sie ihm nur ein paar Fragen stellen. Aber das hätten sie hier doch genauso tun können, Craig. Wenn sie Fragen haben, warum fragen sie uns da nicht alle? Komm, bleib ruhig. Es wird sich alles klären. Woher willst du das wissen? Hör zu, Bobby war schon öfter in schwierigen Situationen, aus denen er immer wieder herausgekommen ist. Denk doch mal nach, du hast doch auch schon eine Menge mit ihm durchgestanden. Ich verstehe nicht, wieso sie uns nicht rauslassen. Sie haben doch im Flugzeug nichts gefunden. Sie haben sicher einfach nur Angst. Die leben hier isoliert und haben wahrscheinlich noch nie so ein Flugzeug gesehen. Robert! Kalapoka! Keine Angst, alles in Ordnung. You are welcome! Sie können ruhig ein bisschen freundlicher sein. Hey. Was ist, Robert? Okay? Ja, ja, ich bin okay. Du siehst aber nicht so aus, als ob du es wärst. Naja, sie sind ein bisschen ungeduldig. Ungeduldig ist gut. Konntest du ihnen sagen, wieso wir hier gelandet sind? Naja, der Kerl hat mich kaum verstanden. Er konnte nur 6 Worte unserer Sprache. Der Typ hat also so gut wie nichts verstanden. Er wollte auch nichts verstehen. Ist ja auch normal, wenn du nur 6 Worte kennst. Meine Antworten auf seine Fragen mochte er auch nicht. Deswegen hätte er dich nicht schlagen müssen. Hat er wenigstens die Botschaft angerufen? Nein, aber es ist mir gelungen, das hier... das hier mitzunehmen. Was ist das? Das ist der Schlüssel für uns, damit wir hier rauskommen. Aber hier steht nichts davon, dass wir heute Abend irgendwo essen gehen. Stimmt, ich habe das nicht extra erwähnt, aber ich habe im Dschungel einen Tisch für euch reservieren lassen. Oh, ich würde aber heute gerne zu Hause essen. Ich habe den Tisch dort nur reservieren lassen, weil Bill Dalton und seine Frau heute auch dort essen. Wer ist das? Das ist der Architekt, dessen Interesse ich für die Freizeitanlage gewinnen will. Und er darf auf keinen Fall erfahren, dass du das willst. Und da dachte ich, ein zufälliges Essen im gleichen Lokal und ein Gespräch von Tisch zu Tisch wäre mit Sicherheit das Richtige. Sehr gut, Cassandra. Aber woher wusstest du, dass sie dort essen? Ich hatte ein kleines, nettes Gespräch mit seiner Sekretärin. Natürlich weiß sie nicht, dass ich für dich arbeite. Ich dachte, wir würden heute Abend zu Hause essen. Naja, das dachte ich auch. Ich hätte auch viel lieber zu Hause gegessen. Das kannst du mir wirklich glauben, aber... aber wenn ich so einen Mann wie Dalton auf diese Weise treffen kann und vielleicht zu einem Abschluss komme, dann wäre ich doch verrückt, wenn ich das nicht machen würde. Vielleicht verwirklichen wir dadurch das Projekt. Nun, wenn das für dich so überaus wichtig ist, dann werde ich... dann werde ich Mrs. Cobb anrufen und sie fragen, ob sie Samantha für mich füttern kann. Aber wie ich sie kenne, haben sie schon für mich angerufen. Nicht wahr? Sie weiß schon, dass wir in den Dschungel essen gehen. Wissen Sie, ich dachte, es wäre einfach besser, falls sie vorhatte, etwas zum Essen vorzubereiten. Wenn Sie mich nicht schon für die nächsten Minuten verplant haben, würde ich jetzt gerne gehen, um meine Tochter zu sehen. Inzwischen werde ich mich hier um alles kümmern. Ich bin dir wirklich dankbar, dass du das alles für mich tust. Und ich verspreche dir, dass du nicht zu spät nach Hause kommst. Für wann ist reserviert? 9:15 Uhr. 9:15 Uhr? Nun ja, wissen Sie, die Daltons werden auf keinen Fall vor 9:30 Uhr da sein. Ah. Ich werde dich abholen. Vielen Dank. Oh, Julia, vergessen Sie Ihren Terminplan nicht. Ah. Was würde ich ohne Sie nur machen, Cassandra? Hm.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich sie verärgert habe. Hast du nicht. Sie ist einfach nur müde von der Reise. Du hast hervorragende Arbeit geleistet. Glaub mir, es war ganz bestimmt nicht meine Absicht, deine Frau zu verärgern. Mach dir deswegen keine Sorgen. Mit all diesen gesellschaftlichen Verpflichtungen klarzukommen, fällt dir einfach schwer. Bitte glaub mir, ich wollte wirklich nur helfen, weiter nichts. Ich werde sie lieber um Entschuldigung bitten. Nein, das wirst du nicht tun. Ich bin sehr froh, dass wir dich haben, Cassie. Ich habe da nur etwas durcheinander gebracht. Ich war der Meinung, dass dieses Berenson-Dinner am Freitag gewesen wäre. Ursprünglich war es auch so. Ach ja? Hat Patricia ihre Meinung schon wieder geändert? Nein, das hat sie nicht. Ich habe ihr gesagt, dass es Freitag nicht geht und den Dienstag vorgeschlagen. Du hattest sicher einen guten Grund, das zu tun. Und ich bin sicher, du wirst eine hervorragende Rechtfertigung dafür haben. Weißt du, ich habe gehört, dass Julia mit ihrer Umweltgruppe am Dienstag eine Sitzung hatte. Ich rief an und fragte, was sie auf der Tagesordnung haben. Und ich erfuhr, dass die Blue Skies auf jeden Fall dein Capwell-Freizeitprojekt abschmettern wollen. Ich verstehe. Und du gehst davon aus, dass wenn Julia eine anderweitige Verpflichtung hätte, es nicht hören könnte. War das etwa falsch? Cassandra. Ich hätte es nicht besser machen können. Was kann ich für euch tun? Wollt ihr vielleicht was essen? Ja, es gibt etwas zu feiern. Ihr wollt was feiern? Ja, unsere Verlobung. Nein, herzlichen Glückwunsch. Kommt, setzt euch hin. Ich gebe eine Flasche Champagner und ich gehe ins Haus. Setzt euch hin. Zieh doch nicht so. Ist alles in Ordnung? Sicher, warum auch nicht? Du hast dich etwas komisch benommen, als ich dich nach deinem Vater fragte. Ich hoffe, meine kleine Aufführung hat dir gefallen. Ich nehme an, du weißt jetzt, dass wir für die nächsten Schritte vorbereitet sind. Offensichtlich ist es nicht an der Zeit, weiterzumachen, da du einfach nicht achtsam genug bist. Was plapperst du da für ein Zeug? Ich meine in erster Linie deine Diktion. Du musst 24 Stunden am Tag wie Robert klingen. Es muss zu deiner zweiten Natur werden, verstehst du? Keiner hört mich, außer dir, noch nicht. Wenn es Zeit wird, Robert Barr zu sein, dann werde ich auch Robert Barr sein. Also, wo ist die Information, die du für mich rausgefunden hast? Ich sprach mit Eden Castillo. Ach ja, das war die erste Liebe seines Lebens. Sie wird sicher eine Menge Dinge über ihn zu sagen haben. Nicht wirklich, nicht wirklich, denn als ich seinen Namen erwähnte, wollte sie kaum noch etwas sagen. Da bin ich etwas enttäuscht. Sonst gibst du nicht so schnell auf. Ich versuchte, so behutsam wie möglich zu sein, doch irgendetwas blockierte sie, wenn ich Roberts Namen erwähnte. Und woher hast du all diese Informationen? Aus der Leihbücherei. Ich ging dorthin und prüfte, was über ihn geschrieben worden ist. Und zwar sowohl regional als auch überregional. Hm. Fusion und Ankäufe. Alles aufgeführt in 100 Millionen Dollar Beträgen. Ich frage mich, wie viel seine Mama und sein Papa dazu gesteuert haben. Naja, ist doch völlig egal. Den Bruder Robert gibt es bald nicht mehr. Wir werden nichts überstürzen, bevor wir nicht so weit sind. Ich bin aber kein geduldiger Mensch, Flame. Doch manchmal, Verehrteste, habe ich das Gefühl, dass du das vergessen hast. Ich habe nachgedacht und... Das bedeutet immer Ärger. Hey, weißt du, was ich denke? Dass nachdem ich Roberts Platz eingenommen habe, es meine verdammte Pflicht wäre, Mom und Dad zu sehen. Was willst du? Ich meine, es könnte ja sein, dass ich ihnen in all den Jahren gefehlt habe. Das Wenigste, was ich tun kann, ist, ihnen eine Chance zu geben, sich für die nicht so freundliche Vernachlässigung zu entschuldigen. Das wird auf gar keinen Fall geschehen. Und wie bitte willst du das verhindern? Hör zu, du weißt ja nicht, du kannst deine Eltern nicht besuchen, weil sie tot sind. Du musst auf das Klicken achten. Ich weiß, ich kenne mich damit aus, seit ich 14 Jahre alt bin. Hört auf mit den Streitereien. Psst, da kommt jemand. Lenk sie ab, Kelly. Ja, aber wie? Benutze deine Fantasie weg. Was soll ich denn machen? Haben Sie schon mal was von Shihatsu gehört? No.
Schnell, schnappt euch eure Sachen, dann hauen wir ab. Wie sagt ihr, wir sind in einem argentinischen Steakhouse zu Abend? Michael, wenn es einen Grund gibt, wieso du nicht willst, dass ich deinen Vater... Nein, das hat nichts mit dir zu tun. Nichts. Glaubst du, dass er mit mir einverstanden sein wird? Wieso sollte er nicht mit dir einverstanden sein? Er wird nur nicht glauben, dass du mich heiraten willst. Aber das ist doch verrückt. Wie kann ein Vater nur sowas denken? Ganz einfach. Er stellt sehr hohe Ansprüche an mich. Und die Ansprüche erfülle ich nicht. Aber du schon. Was wollen wir jetzt machen? Wollen wir ihm nicht sagen, dass wir heiraten werden? Wir müssen es ihm heute nicht sagen. Du willst ihn ja nicht heiraten. Ich werde es ihm irgendwann mal beibringen. Gut. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ist die Luft jetzt rein? Nein. Hör zu. Wieso gehst du nicht in die Wohnung, bis Michael und seine Leute hier verschwunden sind? Das kann ich nicht. Ich habe Gäste. Hör zu. Ich werde ihn nicht bedienen und in dieser Verkleidung wird er mich nie erkennen. Emmy, wie lange willst du noch so weitermachen? Bunny, wenn du möchtest, dass ich verschwinde, sag es. Aber das habe ich nicht gesagt. Was für ein Leben ist das denn für dich? Ich habe keine Lust mehr auf dem Sofa zu schlafen. Du verstehst nicht, was ich meine. Ich habe dir vorher gesagt, du schläfst auf dem Bett und ich auf dem Sofa. Emmy. Und ich werde auch nicht mehr bis spät in die Nacht das Einkaufsprogramm im Fernsehen sehen. Was? Jetzt hör mir mal zu. Die Polizei wird auf keinen Fall aufhören, nach dir zu suchen. Also irgendwann wird irgendjemand hier erscheinen und dich trotz deiner Verkleidung wiedererkennen. Und dann wirst du in dieses Gefängnis, in dieses Krankenhaus kommen und ich weiß nicht, ob ich das aushalten werde. Wirklich? Du würdest dich furchtbar aufregen, wenn sie mich einsperren würden? Ich verstehe dich nicht. Natürlich würde ich das. Glaubst du etwa, ich tue das hier aus Langeweile? Das denke ich nicht. Naja, weißt du, ich habe noch nie einen so netten, liebenswerten Mann wie dich getroffen, glaube mir. Und du siehst, was ich angerichtet habe. Ich habe es fertiggebracht, dein ganzes Leben noch mehr durcheinander zu bringen als meins. Also mein Leben ist nicht durcheinander. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, mich in eine solche Situation zu bringen, aber jetzt ist ein für alle Mal Schluss. Hätte ich dich doch nur schon vor 5 Jahren kennengelernt. Annie, reg dich bitte nicht so auf. Das könnte viel schlimmer sein. Bunny, du weißt, ich wollte Laura helfen, ihren Ehemann zu töten. Dann bin ich aus einer Nervenheilanstalt geflüchtet. Und etwas später aus dem Gefängnis. Jetzt werde ich als Flüchtige gesucht. Es kann kaum noch schlimmer werden. Aber wenn es nicht so wäre, wäre ich dir nicht begegnet. Und nur das ist es, was zählt. Jetzt hör mir mal genau zu. Ich möchte, dass du in das Hinterzimmer gehst und wenn Michael verschwunden ist, hole ich dich wieder raus. Okay. Okay? Ja. Okay. Hi. Wo ist Mason? Oh, er muss jeden Augenblick zurückkommen. Er ist nur mal in die Buchhaltung gegangen. Wie geht's Samantha? Großartig. Nur Mason fehlt ihr sehr. Oh, sie hat euch bestimmt beide vermisst. Oh, Mrs. Cobb sagte mir, sie wären ein paar Mal vorbeigekommen, um Samantha zu besuchen. Sie waren sogar am Strand. Sie haben doch nichts dagegen. Nein, nein, das war nett, danke. Wissen Sie, für mich ist Samantha schon fast so etwas wie eine Nichte. Sie ist so ein liebenswertes, niedliches Kind. Ihr beide habt da was Tolles vollbracht. Danke. Julia, ich wollte ihr gerne etwas schenken, doch ich wollte es nicht ohne ihre Einwilligung tun. Sie ist wirklich ganz süß. Die Capwoods haben mir eine geschenkt, die sah genauso aus, als ich ein Kind war. Ich war überrascht, dass sie noch hergestellt werden. Ich bin sicher, Samantha wird sie gern haben. Das hoffe ich. Cassandra, wieso tun Sie so viel für uns? Ich sagte doch, Samantha ist einfach ein so niedliches Kind. Das meinte ich nicht. Oh. Ich nehme an, Mason hat recht. Ich übertreibe wohl ein wenig. Wenn ich ehrlich sein soll, ja, das tun Sie. Sie wissen, ich war sehr lange weg von Santa Barbara und ich hätte nie gedacht, dass ich noch eine Chance kriege. Ich dachte, mein Leben würde immer weiter so. Was? Ich möchte nicht darüber reden. Also, ich bin sehr froh, dass ich wieder hier bin und ich möchte keinen Fehler machen. Ich will, dass alle zufrieden sind. Denn wenn alle zufrieden sind, dann bin ich für alle unersetzlich und dann müsste ich wahrscheinlich nie wieder dahin zurück, wo ich herkomme.
Cassandra, wieso glauben Sie, dass Sie hier wieder weg müssen? Alle machen sich große Sorgen um Sie und Sie wollen, dass Sie hier wieder Fuß fassen können. Ich weiß, das ist genau das, was ich auch will. Ich glaube, ich will nichts weiter als die Zeit wieder einholen, die ich verloren habe. Als ich am Strand war und Samantha beobachtete, wie sie lachte und spielte, da habe ich gedacht, es wäre schön, wenn ich auch so eine kleine Tochter hätte. Dazu ist doch noch Zeit. Ja, vielleicht. Wissen Sie, wieso es so wundervoll ist, die Zeit mit ihr zu verbringen? Ich weiß, was wundervoll daran ist, aber was finden Sie so wundervoll daran? Ich weiß, dass sie mich mag. Und das tut sie nicht, weil sie mich von früher kennt oder vielleicht, weil sie Mitleid mit mir hat, sondern weil sie mich mag. Natürlich tut sie das. Es tut mir leid wegen der vielen Termine. Ich weiß, es ist hart. Ich wollte sie auf keinen Fall verletzen, Julia. Es war nicht ihretwegen, wirklich nicht. Ich fühle mich einfach nicht wohl in der Rolle der perfekten Aktionärsfrau. Aber Sie sind doch auf keinen Fall nur das. Ja, das hoffe ich auch. Und noch was, Julia. Mason schätzt ihren unabhängigen Geist viel zu sehr. Er würde keine Frau haben wollen, die nur eine perfekte Aktionärsfrau ist. Ich hoffe, da haben Sie recht. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier ein Fortschritt ist. Oh Gott, ist das kalt hier. Es ist irgendwie anders als das letzte Mal. Soviel ich weiß, hatten wir da noch eine Badewanne. Es wäre besser, wenn wir rausfinden, was wir als nächstes tun. Vor allem sollten wir beten, dass dieser Zug endlich losfährt, bevor die Burschen merken, dass wir nicht mehr da sind. Ich frage mich, wo wir dieses Mal landen. Oh. Ich auch. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter. Also wenn ich die Sache richtig sehe und wir zwei auf einer völlig verlassenen Insel wären, dann wäre sicher das Thema, dass du mich verlassen könntest, kein Thema mehr. Wollen wir nicht das Thema? Wie wäre es, wenn ihr das alles mal aufschreiben würdet? Für eure Kinder. Ich glaube, die würden sich irrsinnig langweilen und denken, das wäre alles erfunden. Das würde ich auch, obwohl ich dabei war. Also, was jetzt? Was jetzt? Die Pastete war hervorragend, aber wie wär's, wenn wir noch einen draufsetzen und ein wenig das Tanzbein nehmen? Sehr gut, was wo denn hier auf dem Fluss? Das CD hat gerade aufgemacht, da läuft was. Mehr als ihr vertragen könnt. Was denn, du willst im CD tanzen? Hey, ist das nicht der Laden, über dem Sie wohnen? Ja, aber ich will da eigentlich nicht hin. Und ich will da auch nicht hin. Hey, vertraut mir, der Laden wurde von oben bis unten renoviert. Die Musik ist cool und du wirst diesen Kerl endlich auf die Tanzfläche schleppen, ne? Na gut, dann gehen wir. Du wirst sehen, das wird irre. Hey, hören Sie, Miguel, ich werde für einen Augenblick verschwinden. Passen Sie für mich auf, ja? Warten Sie, Bunny. Der Ruth hat mich gebeten, Ihnen das auszuhändigen. Ist alles in Ordnung? Ich glaubte, ich würde es merken. Was merken? Wenn meine Eltern sterben würden. Was meinst du mit merken? Es irgendwie fühlen, ich weiß es nicht. Ich habe immer irgendwie gefühlt, dass die Leute, die mich großgezogen haben, nicht meine wirklichen Eltern waren. Und sie wurden nicht müde, mir fortwährend klarzumachen, dass ich mich glücklich schätzen müsste, so ein gutes Zuhause zu haben. Sie vermittelten mir das Gefühl, ich würde es nicht verdienen. Wie alt warst du, als du es herausgefunden hast? Ich weiß nicht, 5 oder 6. Was ist passiert? Eines Nachts, sie dachten, ich würde schlafen, schlich ich mich runter, weil ich Hunger hatte. Ich konnte sie miteinander in der Küche reden hören. Er war wütend und sagte ihr, dass sie das falsche Kind adoptiert hätten. Der andere Bruder wäre der bessere gewesen. Ich bin froh, dass es so ist. Sonst wären wir uns nie begegnet. Außerdem hätte ich dich niemals zu Robert führen können. Ja, mein guter, liebenswerter Bruder. Ich schulde dir sehr, sehr viel, Flame. Und wenn ich erstmal Robert geworden bin, werde ich dafür bezahlen.
würde sagen, dass wir uns beim Wachehalten abwechseln sollten. Wir müssen vor allem darauf achten, ob wir da draußen ein Schild sehen, das uns anzeigt, wo wir sind. Ich übernehme die erste Wache. Kelly, es ist kalt, nicht? Danke. Wir beide haben schon lange nicht mehr in einem Waggon gesessen. Ja, inzwischen ist viel geschehen. Ich habe einen Wahnsinnshunger. Hast du den nicht immer? Ich würde mal nachsehen, ob in dieser Kiste da drüben was zu finden ist. Ich schätze, es ging mir einfach zu gut, um zu merken, dass ich dir sehr viel Ärger bereitet habe. Das war das Letzte, was ich wollte, Bunny. Jetzt brauchst du dich nicht mehr zu sorgen. Ich werde nicht mehr der Mühlstein sein, der dir am Hals hängt. Ich werde dich vermissen. Aber ich weiß, dass es so das Beste ist. Und wer weiß, vielleicht werden wir uns eines Tages sogar wiedersehen. Ciao, in Liebe, Annie. Hat sie gesagt, wo sie hingeht, als sie dir das gegeben hat? Nein, das hat sie nicht. Alles klar. Wunderbar, die Deuten sind noch nicht da. Dann werden wir mal schnell unsere Strategie besprechen. Also, du unterhältst dich mit deiner Frau und während du dich mit ihr unterhältst, will ich ganz beiläufig die Sprache auf die neue Ferienanlage bringen. Und wenn ich dann erstmal sein Interesse geweckt Mason. Habe, was ist denn? Sind sie da? Nein, sind sie nicht. Aber wenn sie erstmal da sind, dann verspreche ich dir, dass ich dir auf jeden Fall helfen werde. Hör zu, Mason, könnten wir mal ganz kurz nicht übers Geschäft reden? Aber natürlich, Schatz. Tut mir leid. Was ist? Ich habe im Leben noch nie eine Frau getroffen, die mich so unterstützt, wie du es tust. Ich hoffe, du weißt, wie viel mir das bedeutet. Diese neue Lichtfarbe gar so schlecht. Dieses Licht steht dir sehr gut. Du bist schwindelig. Komm, wir gehen. Dieser Schuppen ist wirklich wahnsinnig. Ja. Mir gefällt's auch. Ich verstehe gar nicht, wieso wir nicht schon früher mal hier gewesen sind. Wahrscheinlich machen dich deine Gefühle blind. Ja, das glaube ich auch. Hey, wann gehen wir wieder zurück auf die Tanzfläche? Keine Zeit, wir schmieden Pläne für die Zeit. Wir werden schon mal das Abendessen testen. Hey. Schlafen kannst du ja mit ihr, doch wieso willst du sie gleich heiraten? Reden Sie mit mir? Nein, 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 tut er nicht. Halt dich da raus, Amado. Hast du ein Problem? Keiner will dir einen Streit. Verschwinden Sie. Ist schon gut, Amado. Nein, es ist nicht gut. Hör mal zu, ich hab gesagt, du hältst dich raus. Das ist keine so gute Idee, hierher zu kommen. Lass uns mal wieder. Na los, ruhig, komm, ja? Komm, ja. Wir gehen, ja? Komm schon, Amado. Und soll das? Lass mich doch nicht blöd anquatschen. Kommt jetzt mit. Das sieht euch ähnlich, davon zu laufen. Hör einfach nicht hin. Hast du gesagt? Das war nicht nett. Dafür wirst du bezahlen. Es wird Zeit. Und wofür? Ich werde den Plan durchführen. Und sobald Robert Barr nach Santa Barbara zurückgekommen ist. Die sehen nicht schlecht aus. Ich werde mal gehen und Craig ablösen. Goldes machst, aber ich kann es mir denken. Du glaubst, du weißt es. Ich weiß es nicht. Ja, du würdest es wahrscheinlich dazu benutzen, Berge zu versetzen und Meere zu teilen, um Eden zurückzugewinnen. Ah, ich denke nicht mehr an Eden und wie ich sie zurückbekomme. Der Gedanke liegt mir völlig fern. Und welcher liegt dir nahe? Der, wie ich uns lebend hier rauskriege. Heute weiß ich, dass ich mich niemals hätte mit Tournell einlassen sollen. Das war wirklich das Dümmste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe.
Wenn du mal einen Moment darüber nachdenken würdest, dann würdest du feststellen, dass wir nur wegen Eden hier sind und wegen sonst nichts. Hey, was ist damit los? Weißt du das? Ja, sieht so aus, als wäre es übrig geblieben. Ach ja, aber brauchen wir dieses Teil etwa nicht? Nein, ich denke nicht. Wieso bin ich nur so nervös? Hier, nimm das. Ich glaube, wir brauchen das. Gefällt's dir nicht? Hey, dann schmeißen wir es weg. Aber du kannst doch nicht... Okay, wir werden schon noch herausfinden, ob wir es brauchen. Das werden wir mit Sicherheit. Hey, hey. Du warst eine große Hilfe. Das werde ich nie vergessen. Und wie weit seid ihr gekommen? Oh, er war bereits bei Seite 3. Adriana ist mit ihrem kleinen Lämpchen eingeschlafen. Wirklich süß. Das bedeutet, dass wir zwar jetzt nur Zeit für uns haben, richtig? Sieht ganz so aus. Oh mein Gott. Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig für dich werden. Das denke ich nicht. Ich hätte nichts dagegen, öfter mit dir so ganz allein zu sein. Das hoffe ich doch. Ich sorge dafür, dass wir uns nicht langweilen. Ich finde, es ist viel zu lange her, dass wir zwei allein waren. Das finde ich auch. Wir müssen nicht rangehen, Eden. Okay. Wozu gibt es Anrufbeantworter? Hoffentlich ist es der Zahnarzt, der den Termin verschieben will. Vielleicht. Cruz, hier ist Michael. Ich fürchte, es gibt Ärger. Amado ist in eine Schlägerei verwickelt worden und hat einen Messerstich abbekommen. Michael, ich bin hier. Was gibt es? Es gab eine Rangelei bei CDs. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Wache. Ich störe dich wirklich ungern, aber du bist sein Bürger und es wäre gut, du würdest kommen. Ich bin gleich da, Michael. Es dauert nur ein paar Minuten. Bis dann. Ich muss gehen. Ist schon gut. Tja, tut mir leid, aber weißt du, ich bin sein Bürger. Ich muss einfach gehen. Es geht nicht anders. Kein Grund, dich zu entschuldigen. Es ist ja nicht deine Schuld. Okay, danke. Ich liebe dich, Schatz. Ich werde alles versuchen, um mich zu beeilen. Mhm. Hallo, Ben. Hallo, Cruz. Oh, Cruz, ey. Wahrscheinlich weiß er es schon. Willkommen daheim. Oh, ist ja ein tolles Haus. Entschuldigung, Ben, was weiß er? Dass die Umweltschützer demonstrieren, draußen vor der Creighton Chemiefabrik. Everly wollte, dass ich sie hole. Sie glaubt, dass es zu Ausschreitungen kommen wird, und zwar zu Gewalt. Nichts wie ihn. Eden! Oh, hallo. Hallo. Hallo, was machst du denn hier? Ich wollte nur mal sehen, was hier unten eigentlich los ist. Oh, du meinst, was ich hier treibe? Denkst du, ich hätte dich über heute Nacht belogen? Nein. Nur die meisten Leute, die dich kennen, würden überrascht sein, dass du an solchen Aktionen teilnimmst. Wer ich wirklich bin, wissen diese Leute sowieso nicht. Also ich kenne dich, Wayne. Ich meine, dein neues Interesse an der Umwelt hat nicht zufällig etwas mit meinem Vater zu tun. Tja, offenbar ist die Polizei dazu entschlossen, die ganze Sache im Keim zu ersticken. Das ist kein Polizeihubschrauber, sieh doch genau hin. Blue Sky Brigade. Ich wusste gar nicht, dass die so gut organisiert sind. Oh mein Gott, was tut der Kerl da? Der ist verrückt. Er ist wahnsinnig. Okay, Leute. Ihr alle wisst, warum wir heute hier sind. Creighton Company schickt ihre gefährlichen Giftmülllastwagen im Schutz der Dunkelheit auf die Straße. Aber heute werden wir dafür sorgen, dass diese Lastwagen das Firmengelände nicht verlassen werden. Yeah! Wir werden diese Tore hier blockieren. Yeah! Seid ihr bereit, die ganze Nacht hier zu sitzen?
Ist was, Bobby? Nein. Wieso stoppt der Zug? Das scheint hier irgendein Bahnhof zu sein. Was ist passiert? Wollt ihr weg? Nein. Ich will mich nur mal umsehen. Wir sollten mit ihm mitgehen. Warum? Sind wir die drei Musketiere? Was ist los? Gar nichts. Und was sollte diese Bemerkung? Vergiss sie, Kelly. Nein. Hör zu, das ist weder die Zeit noch der Ort. Gut, wenn du nicht mit mir redest, gehe ich eben zu Robert. Du gehst nirgendwo hin. Sei doch vernünftig. Dann will ich wissen, was dich stört. Sag's mir, Craig. Okay. Es ist das Spiel, das wir alle spielen. Dieses kleine Dreiecksspiel. Ich mach das nicht mehr länger mit, verstehst du? Es wird Zeit, dass du dich entscheidest. Fertig geworden mit dem Kerl, richtig? Ich brauche keinen, der meine Hand hält. Ich habe nicht vor, klar? Deine Hand zu halten, Kumpel. Wenn ich das richtig verstanden habe, waren da zwei Kerle, die einen Freund hatten. Wärst du auch noch mit dem Freund fertig geworden? Die beiden Kerle hatten Messer, oder nicht? Und ich würde sagen, wenn Michael nicht erschienen wäre, hätte der Dritte das Vergnügen gehabt, einem Mexikaner sein Messer in den Rücken zu rammen. Sehe ich das richtig? Was hat er zu dir gesagt? Ist doch völlig unwichtig. Ja, es ist unwichtig. Genau das wollte ich sagen. Völlig unwichtig. Willst du in Amerika bleiben? Dann werde ich dir etwas über die Vereinigten Staaten sagen. Es gibt viele dumme Leute in den Staaten und das gilt für jedes andere Land auf dieser Welt. Und wenn du dich von denen provozieren lässt, würde ich die Einwanderungsbehörde rauswerfen, denn du bist ein Ausländer. Die können dich jederzeit abschieben. Vergiss das nicht. Und so wie es jetzt aussieht, wird es nicht einfach für mich sein, deine Abschiebung zu verhindern. Aber was hätte ich denn tun sollen? Die haben Nikki beleidigt, Cruz. Was hast du denn erwartet, Mann? Das sind doch Rassisten. Und Rassisten sind dumm. Dumm und gewalttätig. Du hättest die Burschen ignorieren müssen. Wieso setzt du dich nicht einfach hin und beruhigst dich? Ich kann nur hoffen, dass wir die Sache wieder hinkriegen. Du steckst in großen Schwierigkeiten, Amado. Es tut mir leid. Ist ja schon gut. Nein, das ist es nicht. Ich war dumm und das weißt du. Du hättest verletzt werden können. Vergiss es. Ich hatte so schreckliche Angst, dass dir irgendwas passiert. Wahrscheinlich denkst du jetzt, dass deine Mutter recht hatte. Auf gar keinen Fall denke ich das. Gibt's denn keine Zeugen, die bestätigen können, dass es nicht Amades Schuld war? Tja, ich fürchte, das wird ein bisschen schwierig werden. Alle Zeugen sagen uns leider, dass Amado die Prügelei angefangen hat. Ja, sicher, nur dass dieser Kerl ihn vorher beleidigt hatte. Bitte, bitte! Verbale Attacken rechtfertigen doch keine Gewalt! Welcher Beamte ist zuständig für den Fall? Du kennst ihn, er heißt Perkins. Na toll. Wieso? Was ist los? Er ist dafür bekannt, dass er Ausländer auch wegen Kleinigkeiten abschiebt. Oh, Moment mal, wenn Cruz sein Bürger ist, dann wird er... Perkins hat etwas gegen mich. Moment mal, das ist nicht fair, so etwas können Sie aber nicht Aber sicher, machen. Wenn Sie wollen, können Sie ihn morgen nach Mexiko zurückschicken. Was ist los? Nichts. Hattest du wieder einen Albtraum? Ging es wieder um England? Nein. Worum ging es denn? Ich bin nicht sicher. Tja, vielleicht könnten wir es ja gemeinsam rausfinden. Ich habe ihn wiedergesehen. Robert? Ja, und da war auch noch eine Frau. Zuerst dachte ich, du wärst es.
Wie hat sie ausgesehen? Sie war blond. Dann war die Frau vielleicht Eden Capwell? Kelly? Das wäre schon möglich, aber ich frag mich, warum ich von ihnen träume. Du hast einfach eine Verbindung hergestellt. So etwas ist nicht ungewöhnlich bei Zwillingen. Nur will ich gar keine Verbindung mit ihm herstellen. Aber das ist doch genau das, was wir wollen. Du hast doch gesagt, du willst in seine Haut schlüpfen und genauso fühlen, wie er fühlt. Und nichts anderes tust du. So ist es doch viel leichter, an seine Stelle zu treten. Gut, dann tun wir es. Und zwar morgen. Du bist noch nicht so weit. Wir sollten noch warten. Aber worauf willst du denn warten, Flame? Ich bin bereit. Und das weißt du selber. Uns fehlen noch sehr viele Informationen. Na und? Dann sammle ich die Informationen, wenn ich auf seiner Yacht sitze und sein Geld ausgebe. Komm schon, Quinn. Wir hatten doch einen Plan. Unser Plan war, zuzuschlagen, wenn ich bereit bin. Und ich bin jetzt bereit. Je länger wir warten, desto leichter kann noch etwas schiefgehen. Was ist, wenn er beschließt, deine Vergangenheit unter die Lupe zu nehmen, hä? Wir sind getarnt. Das sagst du. Was ist, wenn ihn irgendwas misstrauisch macht? Dann wird er weiter forschen und die Wahrheit erfahren. Und dann ist alles umsonst gewesen. Du wirst jetzt keine Dummheiten machen, Quinn. Wo willst du hin? Warte! Warte! Fluch! Welche Entscheidung erwartest du von mir? Du weißt genau, was ich meine. Ich weiß nur, dass wir hier mitten in einem gottverlassenen Anden sind. Weil Robert so verrückt war, mich hierher zu schleppen, anstatt nach New York. Und weil du so verrückt warst, uns zu folgen. Und wenn ich hier lebend rauskommen sollte, werde ich mit Vergnügen eine Entscheidung treffen, Craig. Dazu wirst du gar nicht in der Lage. Und deswegen sollte ich für uns die Entscheidung treffen. Ach, willst du mir wieder meine Gefühle erklären? Irgendjemand muss es tun. So geht's nicht weiter. Ich hab dein Spielchen jetzt satt. Kapierst du das nicht? Denkst du, ich mach das mit Absicht? Vielleicht aus Vergnügen? Nein. Ich denke, du hast Angst davor, was mit uns passieren könnte. Weißt du, was mir Angst macht? Dass du vielleicht nie ehrlich gewesen bist. Dich zu verlieren könnte ich ertragen. Aber nicht, dass ich nie eine ernsthafte Chance hatte. Weißt du doch. Es ist aber nicht genug für dich. Du denkst immer noch, du liebst Robert. Und was heißt das für uns? Dass wir uns nur ein bisschen amüsiert haben? Und alles nicht ernst gemeint war, weil es im Grunde nur um Bobby gegangen ist? Findest du das fair? Bobby gehört nicht zu den Leuten, die du mit solchen Tricks beeindrucken kannst. Craig, bitte treib mich nicht in die Enge hier. Du treibst dich doch in die Enge. Denk doch mal nach, wohin das führen wird, was du da tust. Du machst einen Fehler. Wenn das so weitergeht, wirst du uns beide verlieren. Na gut, das Risiko muss ich eingehen. Was soll das bedeuten? Willst du mich loswerden? Dann sag's doch einfach. Sag mir, dass du Robert liebst. Sei ruhig ehrlich. Oder sag mir, dass ich mich irre. Aber sag's mir, Kelly. Jetzt. Okay. Was ist passiert? Glücklicherweise hat sich alles geklärt, Amado. Es wird keine Abschiebung geben. Oh, danke, Cruz. Bedanke ich bei Michael. Er hat mit Perkins geredet. Na, schließlich ist er mein neuer Schwager. Ich kann ihn doch nicht hängen lassen, oder? Ist alles klar oder sollen wir auf dich warten? Nein, nein. Layton kommt gleich und ich will sie nach Hause bringen. Danke. Ist danke, schon Michael. Gut. Also dann, wir sehen uns nachher. Ja. Bis dann. Bis dann. Hey. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Schön. Weißt du, ich hätte es nicht ertragen, wenn was sie Amado abgeschoben hätte. Es ist ja noch mal gut gegangen. Hm? Nur schade, dass dadurch unsere Feier gestört wurde. Das macht alles noch viel aufregender. Und die Nacht ist noch jung. Mhm. Gehen wir. Ja, hören Sie, ich will, dass Sie ihm sagen, nein, 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 er bleibt die Nacht hinter Gittern. Und wenn er... Okay. Sagen Sie ihm, dass er in große Schwierigkeiten kommt, wenn er wieder mit einem Messer erwischt wird. Ja. Ich hoffe, dein Freund aus der Bar hat seine Lektion gelernt. Okay. Danke, Cruz.
Warte bitte und schließ die Tür. Ich will dir noch was sagen. Ich möchte nicht, dass du falsche Vorstellungen hast. Über mich und diese Angelegenheit. Ich weiß, was du durchmachst. Als ich jung war, habe ich genau dasselbe durchgemacht. Sogar als ich hier auf dieser Wache anfing, gab es Kollegen, die dachten, sie wären... Das spielt jetzt keine Rolle. Ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass ich früher auch oft wütend geworden bin, genauso wie du. Und dass ich damals auch ein paar Mal die Beherrschung verloren habe. Nur, dass ich in einer völlig anderen Situation war als du. Wenn du dir irgendwas zu Schulden kommen lässt, dann schieben sie dich ab. Ist dir das klar? Ich meine, du hattest doch vor, das Geld weiß an deiner Schwester doch. In Mexiko zu schicken. Das weiß ich alles, Mann. Ich hab die Beherrschung verloren. Ich sehe die Kerle, die gucken, als wäre ich Abschaum. Und die gucken meine Schwester an, als wäre sie... Aber verstehe doch, die Kerle wollten dich aus der Reserve locken. Die halten alle Mexikaner für Schläger. Und wenn du dich auf die Nummer einlässt, dann gibst du ihnen recht. Aber ich bin hier nicht aufgewachsen, so wie du. Wenn in Mexiko jemand deine Familie beleidigt, dann machst du ihn fertig. Das weiß ich. Ich komme aus demselben Milieu. Ich verstehe sehr gut, was du meinst. Ich hatte genau dieselben Macho-Reflexe und ich kenne dein Problem, Amado. Ich weiß aber auch, dass es in den Griff zu kriegen ist. Okay, aber so ein Problem hätte ich bestimmt nicht, wenn ich jetzt in Mexiko wäre. Nein. Ich halte diesen Druck hier einfach nicht aus. Du hältst also den Druck nicht aus. Tja. Und was genau willst du damit sagen, Mann? Willst du zurück nach Mexiko? Du weißt genau, dass ich das nicht will. Ich habe da keine Zukunft. Na also, und wenn das so ist, kann ich dir nur dringend raten, dich in Zukunft nicht so leicht provozieren zu lassen, weil es nichts bringt. Schaffst du das? Okay. Dann sag mir, wie das geht. Du bist Amerikaner. Was würdest du tun, wenn so ein Rassist dich anmacht? Was ich tue? Ich lache, was denn sonst? Ich lache die Kerle aus und gehe weiter, Mann. Denkst du, ich mache mir die Hände an diesen Rassisten dreckig? Denkst du, ich fange eine Schlägerei an? Ich habe meine Hände, um mit meinen Kindern zu spielen und nicht, um mich mit Rassisten zu prügeln. Ich lache und gehe weiter. Und genau das solltest du endlich lernen. Gut, ich versuch's. Ich werde es auch deshalb versuchen, weil ich will, dass du mich respektierst. Respektier dich selber. Das ist am wichtigsten. Ich respektiere mich. Vielen Dank nochmal. Es tut mir leid, dass ich dir so viel Ärger mache, okay? Oh, nicht doch. Ich bitte dich. Außerdem bist du es wert. Danke, ich sehe mal nach Layton. Ja. Kopf hoch. Es scheint zu Ausschreitungen vor der Chemiefabrik zu kommen. Wie viele Leute sind da? Es sind schon mehr als erwartet. Weit mehr. Na schön. Schicken Sie 4 weitere Wagen hin und sagen Sie ihnen, ich bin auf dem Weg. Was gibt's? Nichts. Wo sind wir hier? In der Nähe eines Flughafens. Vielleicht kriegen wir einen Flug. Da gehen wir. Was hast du ihr gesagt? Beruhige dich, Bobby. Nichts von Bedeutung. Lasst uns hier verschwinden, okay? Und lasst euch nicht vom Werkschutz provozieren. Dash, entschuldigen Sie bitte, hätten Sie einen Moment Zeit für uns? Ja, okay, sicher. Ich bin Eden Castillo von TSB. Hallo, wie geht's? Können Sie unseren Zuschauern erklären, was die Blue Sky Brigade mit dieser Aktion erreichen will? Wir wollen mit dieser Aktion darauf hinweisen, dass Creighton Chemical unsere Umwelt vergiftet und das schon seit Jahren. Wir sollten uns davor hüten, ihren Hochglanzbroschüren zu trauen. Realität ist, dass sie ihren Giftmüll hier in der Gegend verstreuen. Und diese Fabrik da gibt sehr große Mengen von toxischen Stoffen ab, die alle Pflanzen hier vergiften und die Fische an sämtlichen Stränden von Santa Barbara. Und es wird Zeit, dass die Menschen sich endlich wehren. Wir dürfen das nicht länger dulden und genau deswegen sind wir heute Nacht hier. Man hat Ihnen in der Vergangenheit vorgeworfen, sich allzu sehr in den Vordergrund zu spielen. Wollen Sie etwas dazu sagen? Ich weiß, dass viele Leute so etwas denken. Entscheidend für mich ist, dass meine Aktionen etwas bewegen. Sind die meisten Demonstranten hier aus der Gegend? Das müssen Sie die Demonstranten selbst fragen. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich muss weitermachen. Ja, natürlich. Okay, aus. Mach noch ein paar Aufnahmen von den Demonstranten unten auf der Zufahrt. Ich bin gleich wieder da. Hallo. Hallo. Ich hatte dich vorhin schon gesehen, aber dann warst du verschwunden. Ja, man kann sich hier sehr leicht aus den Augen verlieren. Bist du für den Sender hier? Ja. Aha.
Was ist mit dir? Ich bin auch gegen diese Giftmülltransporte. Als Mitglied der Blue Sky Brigade? Okay, Leute. Die Lastwagen nähern sich den Toren. Und nicht vergessen, das ist eine friedliche Blockade. Wir werden uns jetzt direkt vor diesem Fabriktor hinsetzen. Und wir werden sitzen bleiben. Und je schneller denen klar wird, dass ihre Lastwagen die Fabrik nicht verlassen können, desto schneller werden sie verhandeln wollen. Seid ihr bereit? Also los! Es kann jetzt losgehen. Rettet die Erde, stopp, rett jetzt! Rettet die Erde, stopp, rett jetzt! Rettet die Erde, stopp, wir sind auf Sendung. 3, 2, 1. Guten Abend, hier ist Eden Castillo. Ich berichte live und stehe hier direkt vor dem Hauptquartier der Creighton Chemiefabrik, wo die Blue Sky Brigade eine große Demonstration veranstaltet. Das Ziel dieser Demonstration ist es, die Giftmülllastwagen daran zu hindern, das Fabrikgelände zu verlassen. Vor ein paar Minuten hatte ich die Gelegenheit, mit dem Organisator dieser Demonstration, Mr. Dash Nichols. Keine Panik, Leute! Aber keiner weiß hier im Moment, was los ist! Der nächste Flug nach Los Angeles geht genau in einer Stunde. Hm, großartig. Und wer bezahlt die Tickets? Ich denke doch, es gibt ein amerikanisches Konsulat hier. Dann spreche ich mit Renfield, die wird alles organisieren. Oder ich rede mit meinem Vater. Nein, das ist keine besonders gute Idee, würde ich sagen. Dann lasst uns rausfinden, wo ein... Das ist der letzte Aufzug für die Passagiere des Fluges nach Bogotá. Das ist der letzte Aufzug für die Passagiere des Fluges nach Bogotá. Keine Panik, Leute! Es ist alles unter Kontrolle! Es ist ein Krieg der Fabrikleitung! Keiner von den Leuten hier weiß, wer das Regime das eingesetzt hat und wieso. Aber eins steht fest, Mr. Dash Nichols ist offenbar entschlossen, die Demonstration fortzusetzen. Wir melden uns nachher wieder. Das war Eden Castillo, und zwar live vom Hauptquartier der Creighton Chemiefabrik. Hey. Cruz! Ist alles in Ordnung? Ja, was machst du hier? Ich sorge dafür, dass niemand verletzt wird. Hey, Bob! Es war alles friedlich, bevor das Tränengas eingesetzt wurde. Das sagen die Leute immer, Eden. Lassen Sie den Platz vor dem Tor sofort räumen. Ich denke nicht, dass Dash sich das gefallen lassen wird. Ich fürchte, der Kerl wird keine große Wahl haben. Hey, was soll das denn? Inspektor Castillo, du bist an der Lage. Sie müssen mir helfen, diese Demonstration hier aufzulösen. Auflösen? Wir haben nicht mit der Gewalt angefangen, oder? Hör damit. Was soll denn das? Sie können diese Demonstration jederzeit morgen fortsetzen, und zwar unter offiziellem Polizeischutz. Für heute ist die vorbei. Unverschämtheit! Hey, Polizei, wir möchten Sie bitten, das Gelände zu räumen. Wir möchten nicht, dass irgendjemand verletzt wird. Ich darf Sie bitten, den Anweisungen der Beamten Folge zu leisten und das Gelände vor dem Fabrikturm zu überlassen. Hast du denn keine Schlüssel? Mr. Barr. Oh, ohne Brille sind Sie viel attraktiver, Miss London. Oder ist der Name genauso falsch wie Ihre Perücke? Hm? Sie kam mir gleich von Anfang an ein bisschen komisch vor. Also habe ich Renfield angewiesen, einen Privatdetektiv zu engagieren. Der hatte große Schwierigkeiten, Ihre Wohnung aufzuspüren. Mr. Barr, ich kann das alles erklären. Dann tun Sie es. Ich fürchte, das wird doch nötig sein. Die Firma, für die ich arbeite, hat die Absicht, große Summen zu investieren, und zwar am Ölmarkt. Ich hatte den Auftrag, Informationen zu sammeln. Soll ich Ihnen sagen, was mich am meisten stört? Dass ich Ihnen vertraut habe. Vielleicht, weil Sie mir irgendwie sympathisch waren. Aber Sie haben mein Vertrauen missbraucht. Ich schwöre es Ihnen, Mr. Barr. Ach ja? Hören Sie doch auf. Für wie naiv halten Sie mich denn? Entschuldigen Sie mich. Ja, geben Sie mir die Polizei. Ach, kommen Sie. Robert, bitte. Bitte. Es muss doch einen Weg geben, Sie zu überzeugen. Was soll ich tun, bitte? Was? Geben Sie mir eine Chance, alles zu erklären, Robert. Du schreckst offenbar vor gar nichts zurück. Sehe ich das richtig, Darling? Hä? Denkst du immer noch, ich wäre nicht bereit? Ist das etwas, woran ich mich gewöhnen muss? Das klingt verlockend. Ach, was denn? Sich aneinander zu gewöhnen. Ja, meinst du wirklich?
Also, ich weiß nicht. Vielleicht könnte es dann doch etwas langweilig zwischen uns beiden werden. Oh, nein. Jedenfalls vorläufig nicht. Das wird noch lange dauern. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Eigenartig. Was? Es ist hier so friedlich und so ruhig. Wir sitzen hier und sind ganz entspannt. Sind wir das? Nein, ich war in meinem Leben noch nie so aufgeregt. Mir geht's genauso. Ich war auch noch nie so aufgeregt. Ja. Immerhin werde ich heiraten. Ich kann mittlerweile an gar nichts anderes mehr denken, Niki. Und ehrlich gesagt, ich kann's auch gar nicht. Genauso wenig, Michael. Und dann gehen mir ständig komische Gedanken durch den Kopf. Was für Gedanken? Zum Beispiel wie. Wie du und ich. Red weiter. Einen Gang entlang gehen? Ja. In einem Gemüseladen? Und was machen wir da? Was schon? Gemüse fürs Dinner aussuchen. Wir drücken auf Tomaten und klopfen auf Melonen. Und alle Leute, die uns sehen, sagen, was für ein tolles Pärchen. Meine Fantasien sehen etwas anders aus. Das ist nicht die einzige Fantasie, die ich habe. Ich könnte dir stundenlang von meinen Fantasien erzählen. Na gut, du hältst mich für verrückt, oder? Du bist verrückt. Wahrscheinlich bin ich's wirklich. Da sind so schrecklich viele Sachen zu bedenken. Und das Einzige, was ich jetzt im Kopf habe, ist der Gemüseladen. Finde ich gar nicht schlimm. Es geht doch nichts über Gemüse. Was hast du? Nein, nichts. Ich finde nur, wir sollten... Ja, natürlich. Das finde ich auch. Ich verstehe dich schon. Ist schon gut, Niki. Ich verstehe dich. Also, ich will wirklich nicht, dass wir... Ich weiß. Ist doch in Ordnung. Wir können warten. Aber wenn du willst... Wie? Wenn ich will? Ich dachte nur... Willst du etwa meinetwegen warten? Na ja, wie soll ich sagen? Schließlich warst du Priester und wahrscheinlich lehnst du sowas vor der Ehe ab. Rein theoretisch schon, aber vergiss nicht, wir heiraten erst in 2 Monaten. Das ist eine lange Zeit. Außerdem finde ich, wenn 2 Menschen fest verlobt sind und schrecklich ineinander verliebt sind, dann... Dann? Ich würde sagen, dann... Ja. Ich liebe dich so. Ich liebe dich auch. Dass der explodiert ist. Nein, ich war zu weit weg. Cassie, bist du verletzt? Nur einen riesen Schreck gekriegt, das war alles. Wir werden diese Versammlung sofort auflösen. Soll ich dich vielleicht nach Hause fahren? Nein, brauchst du nicht. Danke. Ich glaube, du kennst Cassandra noch gar nicht. Freut mich, sie kennenzulernen. Ich an ihrer Stelle würde so schnell wie möglich... Das wäre schön, danke. Ja, aber was ist los? Der Kerl versucht zu fliehen. Das nehmen wir auf. Los, mach schon. Der Bursche hatte Plastiksprengstoff in seinem Auto. Auf seinem Führerschein steht der Name Jack Seller. Hey, Mister! Etwas Dümmeres hätten Sie nicht tun können, Mister. Sie stehen unter Arrest wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Lesen Sie ihm seine Rechte vor und bringen Sie ihn auf die Wache. Und dann will ich, dass die Spurensicherung den Wagen heute noch auf Fingerabdrücke überprüft. Wir verhören Mr. Sellers morgen früh. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Was ist passiert? Was machst du denn hier? Ich bin wegen Tony hier. Sie gehört zu den Demonstranten. Dass du nicht zu denen gehörst, hatte ich mir schon gedacht. Weißt du irgendwas über die Bomben? Keine Ahnung. Weißt du, wer es war? Wir haben einen Verdächtigen. Hast du etwas gesehen? Nein, rein gar nichts. Wirklich nicht. Ich bin froh, dass niemand verletzt wurde. Sie wartet auf mich. Ich muss gehen. Cruz. Merkwürdig. Was?
Nichts. Lass uns verschwinden. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter. Das bleibt unter uns. Familiengeheimnisse. Keine Spur von Craig? Nein. Ich habe den ganzen Flughafen abgesucht. Er ist verschwunden. Ich verstehe das nicht. Wo kann er bloß stecken? Vielleicht weißt du ja, wo er ist. Nein, weiß ich nicht. Hör zu, Kelly. Da ist noch etwas, was ich dir sagen wollte. Ich wollte dir sagen, dass es mir wirklich leid tut, dass ich dich in das alles reingezogen habe. Das war nicht deine Schuld. Aber sicher, es war etwas übertrieben, dich zum Dinner nach Argentinien zu schleppen. Aber ich würde nie irgendetwas tun, was dich in Gefahr bringt. Ich hoffe, das weißt du. Natürlich. Gut. Aber wir können Craig hier nicht sitzen lassen. Was tun wir jetzt? Ich würde sagen, was immer auch passiert, wir sollten jetzt abfliegen. Die Polizei sucht uns. Es ist viel zu gefährlich hier. Na, worauf wartet ihr? Wo warst du denn? Tja, ich dachte, ein paar Flugtickets könnten nicht schaden, Kelly. Ich war auf dem Konsulat. Ich habe alles geregelt. Danke. Ja, nicht schön. Craig, was ist mit Robert? Der geht zu Fuß. Craig. Kleiner Scherz. Komm schon, die warten nicht. Geh mit. Freust du dich gar nicht, dass ich wieder da bin? Ganz so leicht wirst du mich nicht los. Meine Mama ist oben im Schlafzimmer bei den Kindern. Tja, heute Nacht scheint alles ein wenig schief zu laufen. Ja, sieht so aus. Es ist doch noch früh, Cruz. Eigentlich hast du recht, ja. Es ist sehr früh. Es ist morgens. Ja, richtig. Und wir müssen jetzt aufstehen. Versuch's gar nicht erst. Ist das so schlimm? Ja. Na gut. Und wie früh müssen wir aus dem Bett? Doch nicht so früh. Ich meine, was hältst du davon, wenn wir uns beide noch ein wenig zurückziehen, Schätzchen? Vielleicht sind wir dieses Mal... So weit waren wir doch schon mal vor ungefähr 2 Stunden, Cruz. Nein, nein, vor 2 Stunden war alles ganz anders. Da war Michael am Apparat. Diesmal hat sich jemand verwählt. Castillo? Vic, was machen Sie um diese Uhrzeit noch auf dem Revier? Ganz sicher? Nein, nein, danke, Mann. Wir sehen uns dann morgen. Ja. Wo waren wir? Ja. Was hat er gewollt? Was hat Boswell gesagt? Er sagte, dass jemand Rick gesehen hat. Rick und diesen Jack Sellers, das ist der Kerl, den wir vorhin als mutmaßlichen Bombenleger verhaftet haben. Das ist eigenartig. Finde ich auch. Abgesehen davon frage ich mich natürlich, was Rick da überhaupt gewollt hat. Angeblich war er nur da, weil Tony wollte, dass er mitkommt. Irgendwas ist da faul, das spüre ich. Ich konnte nicht sehr viele Informationen kriegen, weil die Demonstration abgebrochen wurde. Jemand hat Tränengas verschossen und eine Bombe ist explodiert. Nein, es ist niemand verletzt worden und die Demonstration soll morgen fortgesetzt werden. Vielleicht habe ich dann mehr Erfolg, aber da ist dieser Kerl, der Anführer. Das ist wohl jemand, um den man sich kümmern sollte. Dash Nichols, ja, das ist richtig. Okay, ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen. Ja, sicher. Gute Nacht, Mr. Richards. Bis dann. Du Schwein, wie kannst du mich nur so erschrecken, Quinn? Was soll das? Sollten wir nicht deinen kleinen Test veranstalten? Wenn du mich für Robert hältst, werden mich alle dafür halten. Du bist verrückt, es ist viel zu früh, so war es doch nicht geplant. Hör zu, er ist auf dem Weg zurück. Woher weißt du das? Das spielt doch keine Rolle, ich weiß es eben. Vielleicht existiert wirklich zwischen uns eine Art Verbindung. Wäre doch möglich. Auf jeden Fall müssen wir jetzt handeln. Wir müssen uns genau überlegen, was wir morgen tun werden. Es muss alles laufen wie ein Uhrwerk. Wir werden Robert Barr aus dem Verkehr ziehen. Dann nehme ich seinen Platz ein. Von diesem Moment an gehört alles uns. Alles, was er hat. Musik.
Freundschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL. Aber ich denke, dass auch niemand verletzt werden sollte. Es war nur eine Warnung. Ja, das mag schon sein, aber ich möchte nicht, dass du oder Julia in die Nähe dieser Demonstranten kommt. Es ist zu gefährlich. Diese Typen sind Extremisten. Mason, die Blues sind nicht verantwortlich für die Bomben. Nein, aber Extremisten ziehen andere Extremisten an. Ich pass schon auf. Und was sagt dein Vater dazu, dass diesmal sein Chemiewerk das Ziel dieser Leute gewesen ist? Nun, er war, sagen wir mal, ein wenig aufgebracht. Kann ich mir denken. Aber er war eigentlich eher wütend auf dich und Eden, weil ihr bei einer Demonstration wart, bei der es um die Boykottierung von einer seiner Firmen geht. Hier, das ändert vielleicht alles. Ein Artikel über die Capwell-Oase. Oh, verdammt, wie kommen diese Leute an diese Story? Die wussten längst davon und bestimmt haben sie gute Verbindungen zur Presse. Ja, schlimm genug, aber es ist noch unangenehmer, dass ich Julia nichts davon erzählt habe. Und jetzt wird sie sich fragen, Cassie, kannst du mich bitte mit ihr verbinden? Natürlich. Mason Capwell, ich muss ihn dringend sprechen. Haben Sie einen Termin? Nein, das nicht, aber ich muss unbedingt zu ihm. Es tut mir leid, hinterlassen Sie bitte Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Ich habe leider keine Zeit für solche Fakten. Mr. Capwell, ich will ihn auf der Stelle sprechen. Dürfte ich wohl erfahren, was hier los ist? Ich habe ihm gerade erklärt, dass er einen Termin braucht. Ja, das hat sie allerdings. Sie müssen Mason Capwell sein. Und wer sind Sie? Dash Nichols. Ich leite eine Gruppe namens Blue Sky. Ich bin wegen der Bombe hier, die gestern vor ihrem Chemiewerk hochgegangen ist. Gut, Cassandra, lass uns ruhig allein. Möchtest du immer noch, dass ich dich mit deiner Frau verbinde? Ja, wenn unser junger Freund hier weg ist. Verzeihen Sie bitte, Sie waren doch gestern auch bei der Demonstration. Sie sind ein guter Beobachter, es waren immerhin eine Menge Leute da. Mir entgeht im Allgemeinen nichts. Offensichtlich. Wie fanden Sie es? Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Menschen, die Bomben werfen, sich besonders günstig auf die Umwelt auswirken. Ich schätze Frauen, die sagen, was sie denken. Ja, und sie hat ganz recht. Das war gestern Abend ein sehr hässlicher Zwischenfall. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Es war hinterhältig, aber Sie können mir glauben, das funktioniert nicht. Solche Taktiken schrecken uns gar nicht ab. Das macht meine Leute bloß noch vehementer. Das können Sie Ihren Leuten von mir bestellen. Was soll denn das? Was bilden Sie sich ein? Soll das eine Unterstellung sein? Wollen Sie etwa behaupten, ich hätte was mit dieser Bombe zu tun? Ist das etwa der Grund für Ihren Besuch? Ich vermute, dass ihr schon gehört habt, was in CD's Bar passiert ist. Nein, bloß, dass Amado in irgendeine Messerstecherei verwickelt war. Wir kennen noch keine weiteren Einzelheiten. Warst du auch beteiligt? Was hab ich denn damit zu tun? Ihr wart zusammen. Lake, bitte erzähl uns einfach, was war. Nun, wir haben an gar nichts Böses gedacht. Wir haben getanzt und uns amüsiert, bis jemand Amado provoziert hat. So ein mieser Kerl, der machte blöde Bemerkungen über seine Schwester Nikki. Und Amado hat die Nerven verloren und den Kerl geschlagen. Und daraufhin zog der Typ sein Messer und stach ihm in den Arm. Oh. Ach, so schlimm war es nun auch wieder nicht. Und Gott sei Dank ist uns ja nichts weiter geschehen. Du wärst beinahe erstochen worden. Er hat kein Recht, dich an solche Orte zu zerren. Das war nicht so ein Ort. Das kann doch überall passieren. Ich denke, das kommt auf den Menschen an. Manchen passiert das eben. Mutter! Jetzt fang nicht schon wieder mit diesem Thema an, dass wir über den anderen stehen. Ich will jetzt von dir keinen Vortrag hören. Es ist nur zu deinem Besten, was ich dir sage. Das sehe ich nicht so. Ich denke, das ist nichts weiter als ein Vortrag über dein Lieblingsthema soziale Unterschiede. Und ich kann das einfach nicht mehr. Hey, Moment. Wir wollen doch keinen Streit, oder? Na komm. Wir wollen doch nur verhindern, dass dir irgendetwas geschieht, mein Kleines. Wenn es nach Mutter ginge, dürfte ich das Haus überhaupt nicht verlassen. Dann müsste ich in einem luftleeren Raum leben. Nicht doch. Ich habe aber eine ganz andere Vorstellung vom Leben. Entschuldigt mich, ich frühstücke lieber mit Amado. Hey, warte mal. Kleines, deine Mutter macht sich Sorgen um dich. Mutter sorgt sich mehr um das, was andere Leute denken könnten. Ach, tut mir leid. Die regen sich ganz schön auf wegen gestern. Tut mir leid, wenn ich dir Probleme mache. Sei nicht albern. Es hat im Grunde gar nichts mit dir zu tun. Meine Mutter und ich... Wir streiten uns ewig, ganz egal worüber. Wir streiten uns einfach.
Schon schlimm genug, dass wir verschwinden müssen, sobald wir die Gemälde gefunden haben. Doch ich möchte Layton nicht einfach so zurücklassen. Ich will nicht, dass sie am Ende darunter leiden muss. Aber du kannst deine Tochter nicht immer vor allem schützen. Ich habe eigentlich gehofft, dass sie irgendwann ihr eigenes Leben führen würde. Ich hatte nie vor, sie so zu verlassen. Sie wird schrecklich enttäuscht und böse auf mich sein. Ich nehme an, dafür machst du mich jetzt verantwortlich. Es soll wohl alles meine Schuld sein. Du hast jedenfalls eine Menge dazu beigetragen. Du greifst sie immer wieder an, du kränkst sie am laufenden Band. Na fein, wie reizend von dir. Danke für die Belehrung. Gina, das ist doch Wahnsinn. Damit wirst du niemals durchkommen. Aber ich kann es doch versuchen. Wann hast du Augusta und Lionel in letzter Zeit gesehen? Es scheint, als hätten sie alle Streitigkeiten beigelegt und wären wieder ein Herz und eine Seele. Er würde niemals glauben, dass sie die Bilder gestohlen hat. Aber... Weißt du was? Ich wette, Augusta steckt unter einer Decke mit Lionel. Das ist unwichtig, Mutter. Es könnte trotzdem funktionieren. Immerhin weiß Lionel, dass diese Bilder gestohlen wurden, als er weg war. Er weiß, dass Augusta eine Gaunerin ist. Welcher Gauner traut schon einem anderen Gauner? Das klappt nie. Mutter, ich kenne diese beiden sehr viel besser als du und Lionel kennt Augusta. Er weiß, dass sie sehr wohl dazu imstande ist, diese Bilder zu stehlen und ihn deswegen zu belügen. Und warum sollte sie auch nicht lügen? Immerhin könnte Augusta die Bilder auch genommen haben, weil sie dachte, er wäre tot. Ich denke, das würde es für sie rechtfertigen. Aber das hätte sie ihm sofort sagen müssen. Als sie erfahren hat, dass er noch lebt, jetzt ist es dafür zu spät, sie kann nichts sagen. Mir gefällt die Idee immer besser. Aber wie willst du denn jetzt den Verdacht auf Augusta lenken? Keine Ahnung. Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Da denke ich mir was aus. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter. Kleines, hör zu. Sei jetzt doch nicht so verärgert. Versteh mich bitte nicht falsch. Ich will dich ganz bestimmt nicht kritisieren. Schließlich bin ich in meiner Jugend ja selbst nicht unbedingt ein Kind von Traurigkeit gewesen. Ich habe gar nichts dagegen. Ich will dir keine Vorhaltung machen. Weißt du, ich denke, sie will dich nicht kritisieren. Wir wollen nur, dass du ein bisschen vorsichtig bist und dass dir nichts passiert. Aber ich tue doch nichts Schlimmes, das wisst ihr. Wenn Mutter mich ständig verhört und so sarkastisch ist, dann wird das jedoch garantiert nicht dazu beitragen, dass ich mich so verhalte, wie sie sich das wünscht. Mach ihr das klar. Das mache ich, ich verspreche es dir, okay? Ich verstehe das gar nicht. Sie muss doch endlich einsehen, dass ich erwachsen geworden bin. Du musst etwas geduldiger mit ihr sein und etwas verständnisvoller. Ich meine, sie mag etwas ungeschickt sein, vielleicht. So, wie sie mit dir spricht, aber sie hat das Herz auf dem rechten Fleck. Ja, das mag im anatomischen Sinne so sein. Aber mehr ist da sicher nicht dran. Du erinnerst mich manchmal an deine Mutter. Willst du mir Angst machen? Aber nein, nicht doch. Ich meine das ganz positiv. Ich werde mit ihr darüber reden, ja? Ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir eine glückliche Familie sind. Ich denke, dass wir das im Grunde genommen auch sind. Wir können zufrieden sein. Ja? Na gut. Ich finde allerdings, dass wir manchmal eher wie richtige Ungeheuer wirken. Ich bin sicher, dass in Santa Barbara einige Leute genau das von uns glauben. Ach ja? Oder noch Schlimmeres. Was kümmert es uns, was die Leute von uns denken? Das solltest du Mutter mal fragen. Ja? Möglicherweise solltest du nachsichtiger sein. Was meinst du? Gut, naschen ein bisschen. Ich sehe dich nachher. Ja. Wie nett, dich hier zu sehen. Hallo. Was hast du heute noch alles vor? Wieso? Naja, ich dachte, vielleicht wäre es möglich, dass wir uns nachher noch treffen. Und zwar bei dir. Ich habe heute keine Zeit. Nicht bei mir. Und wie wäre es dann mit morgen? Tut mir leid, morgen auch nicht. Na gut, dann müssen wir es eben verschieben. Ja. Mit ihrem Arm? Ach, ich hatte gestern Abend einen kleinen Unfall. Es sieht so aus, als hätte es wehgetan. Mir fehlt nichts. Aber Sie können doch mit dieser Verletzung unmöglich weiter an den Tischen servieren. Ach, ich glaube, das geht schon. Wir finden bestimmt eine bessere Lösung. Ich habe Sie beobachtet, Amar. Ich bin mit Ihnen sehr zufrieden. Ich mache nur meine Arbeit.
Ich habe mir überlegt, Sie weiter auszubilden. Als Manager. Ich bezahle Ihnen auch mehr. Wie würde Ihnen das gefallen? Ist das ein Scherz? Dafür bin ich doch gar nicht qualifiziert. Natürlich müssen Sie noch eine Menge lernen, aber das könnte ich Ihnen beibringen. Ich bin eine wirklich gute Lehrerin. Und ich täte das sehr gern. Ich glaube, ich bleibe lieber noch eine Weile, wo ich bin. Und sammle dabei noch etwas mehr Erfahrung. Wie Sie wollen. Aber Sie lassen sich dadurch eine tolle Aufstiegsmöglichkeit entgehen. Überlegen Sie es sich nochmal. Augenblick. Checkst du die Konkurrenz? Oder was sollte das? Tja. Es tut mir schrecklich leid, dass ich Sie in dem Punkt enttäuschen muss, aber Sie und Ihre kleine Gruppe von Rettet den Waldfreunden sind es unserem Unternehmen kaum wert, ein paar Wasserwerfer einzusetzen, geschweige denn eine Bombe. Das wird sich bald ändern. Oh, zuerst verteilen Sie schwachsinnige Anschuldigungen und jetzt wollen Sie mir auch noch drohen? Mein Gott, Gewaltlosigkeit ist auch nicht mehr, was es mal war. Vorsicht, Mahatma, gleich haben Sie keine Wange mehr, die Sie hinhalten können. Mr. Capwell, Sie können jetzt mit uns verhandeln oder von mir aus auch später. Das ist mir egal, aber es wird Ihnen nicht gelingen, an uns vorbeizukommen. Und das gilt nicht nur für Capwell Enterprises. Ich treffe mich nämlich mit allen großen Industriemagnaten, die uns Ärger machen. Und wir machen Ihnen Ärger? Ich kenne Sie doch gar nicht. Ja, aber ich weiß einiges über Sie. Ich weiß, dass Capwell Enterprises vorhat, demnächst aus rein kommerziellen Zwecken mitten im Naturschutzgebiet zu bauen. Meine Leute sind damit gar nicht einverstanden. Glauben Sie mir, die Umwelt muss geschützt werden. Und dafür treten wir ein. Mr. Nichols, ich kann Ihnen versichern, dass wir alles tun, um die Umwelt zu schützen. Das dürfen Sie mir ruhig glauben. Die Capwell-Oase wird zur Erhaltung der Landschaft beitragen. Wir haben ein starkes ökologisches Bewusstsein. Und im Übrigen ist meine Frau zufällig ein Vorstandsmitglied von Ihrer Organisation. Oh, ist sie das? Ja, das ist sie. Ach, dann war sie gestern also da? Oh nein. Glücklicherweise ist sie gestern nicht da gewesen. Aber es wusste doch niemand, was passieren würde. Warum ist sie dann also nicht gekommen? Sie konnte nicht kommen, weil sie gestern Abend bei einem Geschäftsessen war. Und wir haben eine Vertretung geschickt, Miss Benedict, die Sie ja bereits kennengelernt haben, nicht wahr? Ja, Ihre Sekretärin und Spionin. Assistentin. Sie informiert meine Frau übrigens laufend über all ihre Aktivitäten, das können Sie mir glauben. Wissen Sie, ich kenne eine Menge Typen wie Ihre Frau, die sich nur für etwas engagieren, weil man es für schick hält. Sehen Sie, das macht dich sicher gut in der Klatschspalte, aber wenn ich ehrlich bin, beeindruckt mich das nicht im Geringsten. Gut. Wenn Sie so daran zweifeln, dass es meiner Frau ernst ist, kann ich Sie vielleicht hiermit vom Gegenteil überzeugen. Ich denke, das ist auch in Ihren Augen eine ganz beträchtliche Spende an Ihre Organisation, deren Arbeit ich für sehr wichtig halte. Sie sind so aalglatt, Mr. Capwell, aber das zieht nicht. So, und Sie und Ihre Leute haben nicht das Monopol auf Umweltfragen. Das sollten Sie doch nicht vergessen. Oh, Cassie war gerade nicht da. Entschuldige bitte, ich wusste nicht, dass du eine Besprechung hast. Das macht doch nichts. Komm doch rein, Liebling. Ich möchte dir Dash Nichols vorstellen. Er ist der Chef von diesen Blue Sky-Leuten. Meine Frau Julia. Mr. Nichols? Ich glaube, ich kenne Sie schon. Dem Namen nach jedenfalls. Guten Tag. Nett, Sie kennenzulernen. Danke, freut mich auch. Tja, ich nehme an, wir sprechen uns in den nächsten Tagen noch einmal wegen der Capwell Oase. Sicher haben wir da noch vieles zu besprechen. Ach so, danke für die Spende. Ich pflanze einen Baum in Ihrem Namen. Eine große Rotbuche. War mir ein Vergnügen. Was ist denn mit der Capwell Oase? Gut, Augusta kommt also so gegen 11. Ich fürchte, sie ist bereits hier. Was? Was soll denn das heißen? Du hast doch gesagt, sie kommt um 11. Ich weiß. Gestern, als ich mir die Haare hab machen lassen, hat sie einen Termin für 11 Uhr reserviert. Aber sie ist schon da. Anscheinend ist sie zu früh das dran. Das ist ja großartig. Einfach toll. Das wirft meinen ganzen Plan durcheinander. Was soll ich denn nur machen? Jetzt muss ich mir was Neues einfallen lassen. Nein. Wenn das nicht Fido und Aeneas sind. Ich weiß, Aeneas war ein Mann, aber das macht keinen Unterschied. Es ist richtig nett, Ihre Stimme zu hören, Augusta. Sie ist nicht annähernd so schrill, wie die Leute immer behaupten. Hallo, Augusta. Ich bin's, Phyllis. Ja, das habe ich mir gedacht. Hier lässt man heutzutage auch jeden rein. Darf ich Ihnen meinen Hund vorstellen? Er heißt Chester. Chester? Was für ein reizender Name für einen Hund.
gut. Und er knurrt eigentlich genauso wie Sie. Nur keine Sorge, er beißt nicht. Sagen Sie ihm bitte, dass ich es tue. Eigenartigerweise hat er genauso reagiert, als er CC begegnet ist. Er hat offensichtlich ein Gespür dafür, welche Menschen mich bedrohen. Also, wenn ich Hunde nicht so gern mögen würde, würde ich Chester glatt vor die Tür jagen. Würden Sie das wirklich? Chester ersetzt mir jetzt die Augen. Sie können mich doch hier nicht völlig hilflos sitzen lassen. Er ist meine einzige Stütze, eigentlich meine Hilfe. Eigentlich durfte es mich nicht überraschen, Sie hier zu sehen, Gina. Wissen Sie, ich bin nur hier, weil ich endlich genauso schön werden möchte wie Sie, Augusta, und das ja, in jeder Beziehung. Ich fürchte, in Ihrem Fall ist das pure Geldverschwendung. Ich habe Besseres zu tun, als mit Ihnen Beleidigungen auszutauschen. Ach, tatsächlich? Ich kenne ein Fleckchen für Seetanktherapie auf dem Grund des Ozeans. Ich könnte Sie dort absetzen. Unglaublich, dass ich hier stehe und mir das anhöre. Wofür hält sich diese Person eigentlich? Ich hätte ihr am liebsten eine runtergehauen. Und hast du was? Ja, wenn auch nicht viel, ich weiß nicht. So ein komisches Ding aus ihrer Geldbörse. Was ist das denn? Das ist ja ekelhaft, eine Klaue. Die hat Lionel vermutlich aus der Mongolei mitgebracht. Sowas kann auch nur eine Frau wie Augusta mit sich rumschleppen. Sieht aus wie eine Bärenklaue. Na, und wenn es ein dänischer Käse wäre, wichtig ist nur, dass Lionel weiß, dass er ihr gehört. Wird er das? Das hoffe ich. Wir sind auf dem richtigen Weg. Einfach wunderbar. Das hast du gut gemacht. Was ist jetzt mit dieser Oase? Oh, darüber steht heute ein Artikel in der Zeitung, aber ich bin davon überzeugt, dass du ihn längst gelesen hast. Nein, leider nicht. Was steht drin? Na, ich hab dir doch davon erzählt, dass ich an einem Projekt arbeite. Wir wollen Land erschließen und bauen eine Anlage und nennen sie die Capwell-Oase. Das ist alles. Und was hatte Mr. Nichols mit dir zu besprechen? Tja, seine Gruppe macht sich darüber Sorgen, dass wir bei der Bebauung ein Naturschutzgebiet berühren. Und ich habe ihm versichert, dass wir natürlich die Ökologie berücksichtigen und dass wir selbstverständlich daran interessiert sind, die Landschaft dort überall zu erhalten. Und ich habe ihm sogar eine Spende gegeben. Wieso hast du mir nicht erzählt, dass das Projekt gegen die Interessen des Umweltschutzes verstößt? Aber es ist doch nicht so, dass ich es geheim gehalten hätte. Und warum höre ich jetzt das erste Mal davon? Können wir vielleicht später darüber reden? Entschuldige bitte, hier ist die Akte, die du haben wolltest. Ja, danke. Ach, Cassie, hören Sie. Ich möchte Sie um Verzeihung bitten. Ich habe gehört, was passiert ist. Ich fühle mich so schuldig, weil Sie für mich bei der Demonstration waren. Und wie Sie sehen können, ist mir ja nichts geschehen, also vergessen wir das Ganze. Aber ich konnte dort etwas sehr Interessantes erfahren. Und zwar soll dieses Wochenende eine dreitägige Umweltkonferenz in Asilomar stattfinden. Ich habe davon gehört und bin schon sehr gespannt. Es soll einen Sonderzug geben. Er fährt am Freitag. Aber Sie haben doch so viele Termine am Freitag. Das sind diese zwei Meetings am Vormittag und das Essen... Sagen Sie alles ab. Die Konferenz ist mir wichtig. Schatz, ich weiß ja, wie wichtig dir das ist, aber ich brauche deine Hilfe bei Price. Das schaffst du auch allein. Erinnerst du dich an unsere letzte Besprechung mit ihm? Er hat kaum meine Anwesenheit in dem Raum wahrgenommen. Du bist die Einzige, mit der er verhandelt und er ist wichtig. Er ist nicht wichtig für mich, Schatz. Ich weiß, Liebling, aber für mich. Wenn wir das Geschäft verlieren, ist das für Capwell Enterprises ein gewaltiger Schaden und dann kann ich die Sache gleich vergessen. Dann ist mein ganzer Erfolg leider dahin. Würden Sie mir wohl einen großen Gefallen tun? Vielleicht könnten Sie Freitag für mich fahren und ich fliege dann gleich Samstag nach San Francisco und fahre von da aus zu der Konferenz, dann könnten Sie zurückfahren. Natürlich, ich werde Sie gerne vertreten, solange ich hier sonst nicht gebraucht werde. Ich bitte Sie auch nicht gerne darum, aber Hal Price ist ein sehr bedeutender Kunde und er versteht sich leider nicht sehr gut mit meinem Mann. Das ist aber nicht meine Schuld, verstehst du? Ich kann nichts dafür. Der Mann ist ein Psychopath und damit kann nur Julia umgehen. Wird das gehen? Ja, natürlich. Ich fahre gern. Sie sollten sich dort möglichst Notizen machen und bitte stimmen Sie mit ab, ja? Natürlich. Wirklich, ich sagte ja schon, ich würde Ihnen sehr gerne helfen. Komm, wir sind schon spät dran. Lass uns gehen. Wir sind etwa 2:30 wieder da. Danke. Ich hätte gern gewusst, was los ist. Hast du dein Angebot an Amado ernst gemeint oder hast du mich bloß damit ärgern wollen? Was willst du jetzt von mir hören? Die Wahrheit. Ich versuche nur, dich zu verstehen. Wozu denn? Spar dir dein Mitgefühl. Ich bringe Ihnen noch ein Glas, Mr. Richards. Sie kommt einfach zu mir und sagt, Sie können doch mit dem Arm nicht servieren. Und wenn Sie Interesse haben, dann bilde ich Sie weiter aus als Manager. Gut, das ist doch wundervoll. Ich weiß nicht. Was gefällt dir daran nicht?
Ich finde, ich sollte ablehnen. Warum denn? Du würdest doch mehr Geld bekommen, oder? Ja, aber ich möchte kein Barmanager sein. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Da kann ich genauso gut bleiben, was ich bin und darüber nachdenken, was ich in Zukunft wirklich machen will. Amado, jetzt können Sie was lernen. Vertreten Sie mich bitte. Ich bin den Rest des Tages weg. Sie werden stolz auf mich sein, Mrs. Richards. Haben wir nicht Glück, dass Augusta das mit sich rumträgt? Wir haben Glück, dass du erkannt hast, dass das Ding ihr was bedeutet. Ich hätte es weggeworfen. Hoffentlich erinnert er sich daran, dass es ihr mal geschenkt hat. Kann jemand so geschmacklos sein, sowas zu verschenken? Oh Mutter, du hättest das Zeug sehen sollen, was sie zu Hause hatten. Der reinste Souvenirladen, das ganze Porzellan entsetzlich kitschig und dann dieser Kram aus Ägypten. Es war alles fürchterlich alt. Ich verstehe gar nicht, wieso das nicht einfach... Nein, tut mir leid, Mr. Lockridge. Verstecken wir uns. Ich habe etwas gefunden, was zu der Madonna passen würde, aber ich möchte vorher noch mal was sehen. Natürlich, Sie kennen sich ja aus. Na, wunderbar. Besser geht's gar nicht. Pass mal auf, Mutter. Du wartest hier. Ich komme gleich wieder. Ich werde das ganz schnell erledigen. Bitte sei vorsichtig, Schatz. Da unten ist es sehr dunkel. Mac. Ich möchte mit dir reden. Du hättest nicht herkommen sollen. Wieso? Erwartest du etwa noch jemand anderen? Nein, ich erwarte im Moment überhaupt keinen Besuch und ich will auch keinen empfangen, klar? Ich bin ja auch kein Besuch, ich überfalle dich. Ich bin's leid, dass du mich wie ein Jojo behandelst. Du holst mich hervor, wenn du mich willst und weist mich ab, wenn dir danach ist. Du warst derjenige, der mich heute nicht wollte. Ich bin es leid, dir ständig zur Verfügung zu stehen. Schon gut, ich will dir keinen Vorwurf machen. Ich werde den Fehler nicht wiederholen und jetzt gehst du, verstanden? Vielleicht wäre es das Vernünftigste, wenn ich jetzt gehe. Aber ich werde nicht gehen, bevor ich nicht weiß, vor wem ich davonlaufen soll und wieso. Fang jetzt bitte keinen Streit an. Greta, ich will von dir eine Erklärung. Gegen ein kleines Abenteuer habe ich nichts einzuwenden. Aber es sollte doch möglich sein, dass sich daraus noch etwas anderes entwickelt. Anscheinend siehst du mehr, als an der Sache dran ist. Wenn ich das glauben könnte, dann würde ich jetzt rausgehen. Doch die Wahrheit sieht ganz anders aus. Du willst doch, dass ich bei dir bleibe. Du brauchst mich. Und deswegen kommst du auch immer wieder zu mir zurück. Du weißt ganz genau, wieso ich immer wieder zu dir komme. Findest du nicht auch, das sollte uns beiden reichen? Wir könnten doch zwei sehr zufriedene Partner sein, nicht wahr? Ich für meinen Teil bin sehr unzufrieden. Du bist gut, Baby. Aber so gut nun auch wieder nicht. So ein Verhältnis ist nichts für mich. Tut mir leid. Na, großartig. Oh, Greta. Du hast es nur auf dein eigenes Vergnügen abgesehen. Stellt euch an, Jungs. Und zieht eine Karte. Aber stellt ja keine Fragen oder erwartet Erklärungen von mir. Los, nehmt mich. Ich bin ja bloß ein Stück Fleisch. Gut. Gut. Anscheinend hast du doch noch so etwas wie Gefühle. Was erwartest du eigentlich von mir? Du wusstest doch von Anfang an, dass ich eine verheiratete Frau bin. Ja.
Wir beide wussten es, als wir das erste Mal, das zweite Mal und das dritte Mal zusammen ins Bett gegangen sind. Aber du willst mich. Du sagst mir immer wieder, dass du mich willst. Erstaunlich, was man alles im Bett sagt, nicht? Gieriger kleine Nymphomanen. Sex ist alles, was du willst, oder? Ich bin, wie ich bin. Ich brauche eben etwas Abwechslung. Ach, hör auf! Jetzt erzähl mir nicht, dass du das brauchst, weil dein Mann dich so sehr langweilt. Ich bin für dich doch keine kleine Affäre. Ihr zwei habt eine merkwürdige Abmachung. Irgendwas stimmt in eurer Ehe nicht. Das geht dich überhaupt nichts an. Mag sein. Aber ich habe recht, oder? In was für eine verrückte Lage habe ich mich da eigentlich mit dir gebracht? Sag mir jetzt endlich die Wahrheit. Du hättest Daniels Gesicht sehen sollen, als er die Klaue entdeckt hat. Einfach umwerfend. Was würde ich nicht alles darum geben, dabei zu sein, wenn er sie Augusta unter die Nase hält? Oh, sie ist kein Dummkopf. Sie wird vermutlich wieder irgendeine Möglichkeit finden, sich daraus zu reden. Ich wette $10 dagegen. Lionel wird ihr kein Wort glauben. Ich werde doch nicht so dumm sein, gegen etwas zu wetten, was ich wünsche. Sarita? Sarita, ich rede mit Ihnen. Ja, Mim? Richten Sie doch der Köchin aus, dass meine Mutter und ich jetzt gerne essen möchten. Oh, versteckt sie sich denn noch vor Ihnen? Ich weiß schon, dass Cici Sie dazu ermutigt, mir zu widersprechen, aber ich finde das unangemessen. Ich habe Sie sehr höflich gefragt. Also bitte servieren Sie uns jetzt das Essen. Es tut mir leid, aber die Köchin ist heute nicht da. Und ich muss den Ostflügel sauber machen. Entschuldigen Sie mich, das steht auf meinem... Sauber machen können Sie auch nachher noch. Bringen Sie uns was zu essen. Verzeihung, Mrs. Timmons, aber Mr. Capwell hat gesagt, dass ich Befehle nur von ihm annehmen darf. Und heute hat er mir aufgetragen, dort zu putzen. Ich schlage also vor, dass Sie sich selbst etwas zu essen machen, weil ich es nicht tue. Oh, einfach unglaublich. Ist dir sowas schon mal untergekommen? Hast du sowas schon mal gehört? Das ist doch eine Frechheit, das ist nicht zu fassen. Das ist genau das, was Cici will. Er will mich aus seinem Haus ekeln. Er jagt garantiert keine blinde Frau auf die Straße, bitte glaub mir. Ich sehe jetzt mal nach dem Essen und wenn es sein muss, dann mache ich es eben selbst. Ja. Na wartet, irgendwann zahle ich euch das alles heim. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Wissen, was hier los ist. Dein Mann weiß doch alles über deine Affären. Geht er auch manchmal mit dir ins Bett? Ich sagte doch schon, das geht dich überhaupt nichts an. Warum bist du mit ihm verheiratet? Nur wegen des Geldes? Warum stellst du so viele Fragen? Ich will nicht mit dir über Harland reden. Ich habe auch nicht vor, über ihn zu reden. Aber ich will wissen, was diese kleinen Spielchen eigentlich sollen. Und ich hatte dir gesagt, dass wir uns gründlich unterhalten müssen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ja, das weiß ich. Gut. Ich warte. Ich will endlich ein paar Antworten von dir. Ich verstehe dich ja, aber das geht nicht jetzt und nicht hier. Wann? Treffen wir uns später in der Bar. Nein, das ist keine gute Idee. Ich ruf dich an, wenn ich kann. Wenn? Du kannst? Weißt du was? Darauf kann ich auch verzichten. Also mach's gut. Oh, Mac! Ja? Also morgen. Dann treffen wir uns morgen. Und dann reden wir. Wenn ich nicht reden kann, schließlich könnte ich mich unter Umständen belasten. Na gut, ich denke darüber nach. Willst du hier noch lange sitzen? Nein, ich muss für den Schauspielunterricht morgen einen Monolog auswendig lernen. Allerdings kann ich mich kaum konzentrieren. Ich möchte einfach nicht wieder ins Hotel zurück und meine Mutter sehen. Es wäre sicher leichter, wenn du nicht mehr mit ihr unter einem Dach wohnen würdest. Ihr zwei hockt ständig aufeinander und das gibt Streit.
Du musst doch mal dein eigenes Leben führen. Ich weiß, eigentlich sollte es ja auch nur vorübergehend sein, aber dann ist dann dauernd sowas passiert. Es ist, Hör zu. Da, wo ich zurzeit wohne, ist noch eine kleine Wohnung frei. Sie liegt nur einen Stock unter meiner. Sie ist billig und könnte dir gefallen. Das würde sie mit Sicherheit. Nur leider habe ich im Moment überhaupt kein Geld. Aber vielleicht ließe sich da was machen. Das ist eine gute Idee. Ich denke sehr oft an dich. Ja, Mrs. Lockridge? Ist inzwischen eine Nachricht für mich hinterlassen worden? Es tut mir leid, ich habe schon zweimal nachgefragt, aber es kam nichts für Sie. Danke. Oh, guten Tag, Mrs. Catwell. Guten Tag. Wir haben Ihren Tisch für Sie gleich fertig. Es dauert nur noch einen Moment. Ich danke Ihnen vielmals. Möchten Sie so lange an der Bar? Nein, ich warte lieber hier. Danke sehr. Hallo! Wie schön, euch zu sehen. Ich wollte hier essen. Kommt ihr an meinen Tisch? Würden wir sehr gerne, doch wir essen mit CC. Er sollte jeden Augenblick hier sein. Ach so, na gut. Aber du bist natürlich herzlich eingeladen, bei uns am Tisch zu essen. Ach, nein, danke, Miss. Ich wünschte wirklich, dass ihr beide euch endlich wieder vertragen könntet. Das wird leider nicht passieren. Es gibt Dinge, die kann keiner verzeihen oder vergessen. Es gibt immer eine Möglichkeit. Stehst du auf meiner Seite? Hey, du kennst mich doch immer auf Seiten der Schwachen. Ich weiß, und das ist doch eher ungewöhnlich für dich, nicht? Tja, ich habe mich verändert. Und jetzt habe ich einige Fälle verloren. Wer sponsert Sie, um genau zu sein? Was? Tja, also dann viel Spaß, ihr zwei. Ich gehe an meinen Tisch. Wir sehen uns nachher. Bis dann. Guten Tag, Mr. Campbell. Ihr Tisch ist bereits eingedeckt, wenn Sie mir bitte folgen möchten. Okay. Geh schon vor. Dad, ich bin davon überzeugt, dass Sophia mehr als bereit ist, euren Streit aus der Welt zu schaffen, wenn du den ersten Schritt machst. Ich habe bisher alle Schritte gemacht. Das interessiert sie nicht. Ich habe es satt, mich zum Narren zu machen. Hallo. Hallo, Lionel. Ich freue mich so, dich zu sehen. Hallo, Sophia. Wie läuft's mit Sissi? Gar nicht gut. Es hat sich nicht das Geringste geändert. Ich wollte dich fragen, ob du nicht... Guten Tag, Sophia. Hallo. Hallo. Mrs. Catwell, Sie können jetzt Platz nehmen. Gut, vielen Dank. War schön, dich zu sehen. Mach's gut. Sie könnte uns wenigstens die Karte bringen. Fängst du jetzt schon wieder mit Sophia? Ich fange mit gar nichts an, Liebster. Um ehrlich zu sein, bin ich auch nur hier, weil ich mich für unseren Streit von heute Vormittag entschuldigen will. Ich habe schon gegessen, aber ich leiste dir gern Gesellschaft. Nein, danke. Ich habe keinen Hunger. Gehen wir wieder in unser Hotel. Wozu? Ich muss mit dir reden. Wir haben ein Problem. Gehst du denn nicht rüber und sprichst mit ihr, bevor du dir völlig den Hals verrenkst? Zu wem rüber? Sophia? Ich sehe nicht zu Sophia. Ich suche den Kellner. Was möchtest du denn? Ein Telefon. Ich muss einen geschäftlichen Anruf erledigen. Ich glaube, ich mache das lieber an der Bar. Entschuldigt mich. Dad, hör zu. Weißt du was? Es müsste ein gesetzlich festgelegtes Alter geben, ab dem es uns erlaubt ist, zur Abwechslung unseren Eltern Vorschriften zu machen. Sieh dir doch die beiden an, die benehmen sich ja wie Kinder. Warum siehst du mich so an? Du hast mich absichtlich über die Keppel-Oase im Unklaren gelassen. Du wusstest, dass ich dir nicht helfen würde, wenn ich denke, dass du dich über den Umweltschutz so einfach hinwegsetzt. Julia, das ist doch nicht wahr. Keine deiner Anschuldigungen ist richtig. Ich habe mir sehr viele Gedanken über das Naturschutzgebiet gemacht. Und? Ich habe bisher noch keine perfekte Lösung parat, aber dafür habe ich ja die Experten. Denen wird schon was einfallen, das verspreche ich. Das hoffe ich, weil ich wirklich nicht möchte, dass wir uns deswegen streiten. Könntest du mir in dieser Sache nicht einfach mal vertrauen? Kann ich das? Ja, das kannst du. Es wird sich alles wunderbar regeln, das wirst du schon sehen.
guter Hund, Chester. Vertragen Hunde denn wirklich so viele Süßigkeiten? Ja, sie sind ganz verrückt danach. Aber Schokoladenpralinen? Ja, Mutter. Schokoladenpralinen lieben sie besonders. Heute werden Hunde wohl anders erzogen als zu meiner Zeit. Ist ja auch egal. Wie willst du eigentlich erfahren, ob dein Plan funktioniert, dass Lionel denkt, Augusta hätte die Bilder entwendet? Das ist das Problem, das erfahre ich vielleicht nie. Weshalb ich ja auch wissen muss, ob Lionel wieder was mit Sophia hat. Das ist meine Sicherheit. Denn sollte Lionel anfangen, mich zu verdächtigen, dann werde ich ihn einfach erpressen. Würdest du mir bitte mal sagen, was los ist? Du benimmst dich wirklich seltsam. Was siehst du für eine Show ab? Mir geht so einiges im Kopf herum. Falls es um Leighton geht. Ich finde, ich hatte recht. Weißt du, ich hatte so große Hoffnung, als ich wiederkam. Ich hatte so gehofft, dass wir endlich diese Bilder kriegen. In den Orient gehen und leben. Ich weiß, mir brauchst du das wirklich nicht zu sagen. Es geht mir auch so. Ja, und das Ganze habe ich eigentlich geplant, weil ich dachte, dass du und ich nach der langen Trennung wieder zusammen sein könnten. Weißt du was? Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit festgestellt, dass du die einzige Frau bist, die ich wirklich jemals geliebt habe. Tja, damit machst du deine anderen Freundin sicher sehr traurig. Geht es darum? Ist es Eifersucht oder soll das vielleicht irgendeine Art von Rache sein? Was? Ist es vielleicht das? Was, Lionel? Wir sind uns so, so verdammt ähnlich. Nicht wahr? Du und ich. Und wie wir miteinander umgehen, das geht nur, wenn man eine tiefe Liebe für den anderen empfindet. Lionel, ich verstehe wirklich nicht, wovon du eigentlich sprichst. Steckt deine Absicht dahinter, ja, oder leidest du etwa wieder an Gefühlsduselei? Dahinter steckt Absicht. Dann komm endlich zur Sache. Ich verstehe überhaupt nicht, worum es geht. Ich spreche über das hier. Verstehst du die Sache jetzt?